Stups mal den Logi an. Hallo? Hallo Luki, willst du Geister mitspielen? Alter. Hi. Wie lange macht denn ihr? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich erreiche Mila nicht. Ich denke mal, die ist noch im RP in irgendeinem Eingang stehen. Oh no. Und die wartet darauf, dass Teamspeak besser wird. Das ist nicht gut. Boah, ne? Junge, da regt mich auf mit dem Teamspeak. Ich krieg meinen Hals, Alter. Ich dreh durch, Alter. Kein Bock, da die ganze Zeit im Kreis zu stehen und die ganze Zeit Hallo zu rufen. Ich hab gerade 2 Minuten am Telefon nur Hallo, Hallo, sorry, sorry, büp, büp, büp gemacht. Ja, ist halt ekelhaft. Das kacke, weil so lange mache ich heute nicht. Aber hallo? Memo geht früh arbeiten. Ich auch, um 11. Das ist nicht früh, Memo. Ist 18. Ich sagte morgen früh. Ja, nächste Woche wieder um 5 raus. Nächste Woche habe ich Urlaub. Oh, ich habe im November. Danach die Woche habe ich auch Urlaub. Ich nicht. Gangbeast habe ich gar nicht installiert, da muss ich auch nochmal testen. Weil ich hatte da mega die Soundprobleme. Weil das Spiel auch, glaube ich, gar nicht mehr geupdatet wird. Boah, Mann, Alter. Da habe ich immer Probleme mit dem Controller. Schon wieder schlechte Laune jetzt, ne? Jetzt hab gute Laune, verdammt. Nee, Mann, ich will gute Laune. Zocken, Alter. Ich hab gute Laune gesagt. Schlaf gut, Mann. Ich will doch Pommes zocken, Alter. Ja, Pommes wäre fein gewesen. Also Mila hat gesagt, die kommt auch. Ja! Was wird gespielt? Geisterjäger. Geisterjäger. Ich hab das nicht gespielt. Aha. Was geht doch nur zu findest viel, oder? Findest du es manchmal komisch, ja, zwischen so Normalarbeitenden, während arbeitet die normal? Mehmet und Lucky? Pff, die Lucky, der schätzt unsere Arbeit nicht. Hier wirklich ist normal Juni, arbeiten. Alter. Juni. Ihr seid doch bestimmt 4, ne? Da muss ich das Spiel auch nicht holen. Weiß ich nicht. Ja, ich mache nicht lang, Memo. Ja, aber ich habe das nicht gespielt und keine Ahnung. Und? Oder wenn du willst, dass ich mir in die Hose piss bei sowas, Alter. Bis, ja, hol dir brauchst das du doch. Dich nicht? Bisher sind wir nur 3. Also Lucky ist bestimmt 1-2 Runden dabei, ne? Ja. Also eine auf jeden Fall. Wird doch nichts bringen, wenn ich DSI runtergeladen hätte, Jungs. Soll ich da alleine rumrennen oder was? Ich gehe nicht auf diesen Schwitzer-Server, wo Cooper ist mit Trader und so. Hab ich keinen Bock drauf. Ich wollte mal DSI so einen entspannten Abend machen und mit Lucky und so rum. Will er schon seit Wochen. Dann frage ich ihn mal wieder, ey, hast du es runtergeladen? So, nee, hab ich nicht. Ja. Ist mir zu stressig, auf den Knopf zu drücken. Ich muss nur einen Knopf zurück oder ein Lied. Okay, für morgen lade ich runter. Das hast du schon 500 Mal gesagt. Was ist aber der Kurani? Für morgen lade ich runter. Ich lade mal runter. Aha. Wie heißt das Ding? Fasmo. Wir haben Zeugen jetzt, wenn du das nicht machst. Na, was machst du, wenn du das nicht machst? Doch, mache ich. Was ist das hier in den Warenkorb? Morgen habe ich runtergeladen. Das sehe ich. Ja, Juni ist AFK, der ist auch auf 180. Tschüss, Juni. Hallo, Juni? 4 GB hast du gesagt? Ungefähr, ja. Boah, Alter, ist jetzt nicht so ist endgültig kaputt, ich bin am Stream, ne? Ja, ja. Nicht, endgültig, dass du jetzt hier abrenntest, Junge. Nee. Endgültig kaputt. Jetzt wurden alle runtergeschmissen. Ja, der Teamspeak wird neu gestartet. Haben die sollen kaputt. Sie selber neu starten? Hallo. Machen die doch. Machen die doch jetzt. Nein. Nein. Denver. Ja, genau, Lucky. Wie sieht's eigentlich mit Pen and Paper aus? Ja, ich sag mal so, morgen ist Freitag, dann ist Wochenende, da habe ich 2 Wochen Urlaub, also dann können wir uns mal ransetzen. Dann soon, Alter, very soon. Hallo. Very, Mila. Very soon. Hallo, Mila. Aber das macht gar keinen Spaß. Oh, da war ein Frosch. Sollen wir nochmal Geister spielen? Ja. Was mich aber abgefuckt hat, ist der Funk und so alles drin, zu leise, ne? Hey, ich habe das doch gekauft jetzt. Mach das Spiel lauter und dann aber diese normalen Sounds einfach leiser. Das funktioniert? Also bei mir hilft das. Okay, wer spielt denn mit? Lucky spielt 1-2 Runden mit. Denver, hast du das? Was denn? Phasmophobia oder so heißt das? Ja. Das ist so ein Geisterspiel. Wo gibt es das? Bei Steam. Kostet 11 Euro oder so. Du bist da quasi in einem Truck und dann gehst du in so ein verfluchtes Haus rein und musst rausfinden, was für ein Geist da rumspuckt. Oh, geil. Weil ich schon immer mal Investigation beim Computerspielen. Ist das sehr gruselig? Mach nur ein bisschen. Geht so. Es geht. Also ich finde, je weniger man ist, umso gruseliger. Okay. Okay, Phasmophobia. Erstmal einen Trailer gucken. Oh, der ist ab 18, ich kann nicht mitspielen.
George. In den Warenkorb rein. Okay, warte mal, Lucky damit. Zockt eine Runde mit oder Lucky setzt du dann komplett aus den Dämmer? Ich meine, wenn ihr zocken wollt, dann könnt ihr auch gerne machen, dann gucke ich zu. Okay, dann noch zocken wir mit Mehmet, Dämmer. Okay. Ja. Wir haben aber kein Equipment dann, ne? Außer Mila. Wieso Mila ist da? Die hat doch alles. Nee, und ich habe ja gestern alles. Beim letzten Spiel die ist doch gestern verreckt. Du hast alles, was du hast mitgenommen und bist dann gestorben? Nicht alles, alles. Ich habe auch noch Geld. Aber so, das Ding ist, Platte ist auch einfach nicht reingegangen. Loser! Und dann ist der gestorben. Und ich wollte Kentis nicht allein reinlaufen. Mein fuck you! Ich gehe da nicht alleine rein, da könnte er knicken. Mila, hast du schon den. Ja, genau. Ja, kackt jetzt unser Teamspeak auch noch ab, oder was? Meckert aber über die anderen, ne? Gondor? Demba, hast du schon meinen Teamspeak-Avatar gesehen? Was? Nee, warte. Was ist das? Da bist du, als du klein warst. Allemal Aquamade? Nee, so böse war ich nie. Das ist doch nicht so gruselig, das Spiel, aber trotzdem gehe ich da nicht alleine rein. Das kannst du vergessen. Ey, sag mal, spinnt der ist jetzt hier auch? Nein, warum? Phasmophobia, Lade. Ich bin das. 4,5 Gigabyte. Easy. Schon wieder Schluss. Ja, der Teamspeak kackt ab bei mir, Peter. Macht keinen Bock. Da krieg ich hohen Blutdruck. Da reg ich mich nur drüber. Ja, das bin ich wieder mit dem Paketverlust, Alter. Keine Ahnung, wie. Ja, weil du gerade am Downloaden bist, ist doch normal, Junge. Nein. Memo, Alter. Mit 6 MB. Aber Mehmet, wenn du in GTA schon 420 FPS hast, dann wirst du in dem Spiel bestimmt 3000 haben. Musst du mal drauf achten gleich, wenn du dich nicht bewegst und im Himmel guckst. Ach, das müsste eigentlich 1000 sein, wenn ich auf den Boden guck. Okay, Mila ist dann Expeditionsleiterin, okay? Okay. Gib den Ton an. Ja, der lädt jetzt gerade runter. Ich hol mir was zu knabbern. Mach sie. Ja. Öl mal lieber deinen Stuhl, Junge, wie das knackt, Alter. Als würdest du eine alte Schlosstür aufmachen. Geil. Ist Spielatmosphäre. Ich hab gar keinen Stuhl, Bruder. Ja, was? Nee, das sage ich jetzt nicht, was es ist. Hat jetzt einer den Herrn Ellenbogen eigentlich gefunden? Ich mach das jetzt mal aus. Wir können ja die erste Runde mit Teamspeak spielen, damit Mehmet und Demmer da checken und dann spielen wir mit Ingame, okay? Ach, das geht ohne Teamspeak. Ja, du kannst da im Spiel funken und so, das ist dann noch ein bisschen krasserer. Oh Gott, ich werde mich so einscheißen, ne? Ich kann so spielen. Dann müsst ihr direkt schon mit Ingame machen. Soll ich erstmal eine Anfängermission machen? Ja, klar, die müssen das ja erstmal verstehen. Okay. Wenn du schreist, Mila, schrei ich auch. Wirklich. Warte mal, kann ich das irgendwie machen, dass keiner den Invite-Code sieht oder so? Daneben ist so ein Auge, da kannst du draufklicken, dann wird der geändert in Fragezeichen. Ja, aber ich. Hä? Aber du musst ihn erstmal eingeben und das so. Das war gestern übrigens ein Dämon, als das Spiel abgekackt ist, ne? Steht hier gerade. Ja. Dafür haben wir $120 bekommen. Warte, ich schreibe eben den Code rein. Kannst du noch einmal kurz laut vorlesen? 3-3-3. 1-2-3-3-3. Also, dafür habe ich Schläge bekommen. Ach, da oben auf das Auge, okay. Machst du Auge, siehst du nichts. Phasmophobia ist fertig. Das ist jetzt bestimmt richtig laut, ne? Nee. Erstmal leise. Nee. Quatsch und direkt schreien. Ah! Nee, ohne VR. Oh mein Gott. Kann ich das immer nur den Sound jetzt ändern? Nee, das musst du in der anderen Lobby machen. Ja, da muss ich aber den Code wieder eingeben. Ja. Oh nein! Egal, lass mal so. Toll! Welcher Taste ist Oh mein Gott, ist das laut. Ja, das muss die Mila dir mal eben erklären. Ah, ich hab das auch wieder nicht, ne? Mit oh mein Gott. V redet jeder. Also kannst du mit den Leuten reden, die bei dir im Raum sind oder in deiner Nähe. Und mit B, damit funkst du. Lokales Push-to-Talk muss aus sein, ne? Dann kann ich die ganze Zeit reden, richtig? Ja. Okay. Achso, Accept Language. Wo kann ich denn nochmal die Funktaste sehen? I take Azerbaijan. Boah, geil, Spekulatius.
Ruhe jetzt hier. Ja. Oh, ich mach nicht mit. Okay. Ich lass das erstmal mit dem Dings so. Ich hab gleich 280 Körbe. Was ist falsch mit dir, ne? Ich spiel das Spiel, okay. Wie viele Spielstunden hast du? So. Nicht viele. Nicht viele Sachen kaufen. Training. Wie kann ich denn, wenn ich in dieser Lobby bin, rumlaufen? Drück nochmal Leertaste. Kann ich auch mal den Ball, bitte? Ich bin noch nicht dein Hund, meinst du, ich hol den jetzt? Hol den Hund! Den Ball! Ich kann hier Ball, hol den kaufen, Hund. Training, Optionen, Spiel verlassen. Wie schmeißt man denn mit Leertaste? Du machst erstes Training. Also. Mit G wirst du. Okay, ich bin doch nicht... Nein, bleib hier! Dauert das Training lange? Nicht. Was, wenn man G länger hält, dann wirft man den weiter? Nein, du musst es noch starten und dann kannst Hallo? Du verlassen. Hallo? Glaub nicht. Was? Wenn man G gedrückt hält? Nee. Also stehst du quasi immer hier und wirfst den so? Ja, genau. Musst höher gucken. Okay, spielen. Einen privaten Spieler. Ah, du hast nicht hingeguckt. Hier. Warte mal, sieht man hier die Bilder, die ich gemacht habe? Nein. Na klar, du siehst guck, sie nur. Ich habe deinen Arsch wieder fotografiert. Ach nee, das war's nicht du, ne? Ich habe deinen Arsch auch fotografiert. Oh. Ich bin eine Frau, eine schwarze Frau. Ja, kannst gleich ändern. Was zum Teufel? Was machst du denn da? Hol den Ball, Mila, hol ihn. Will ihn haben. Hol ihn. Hä? Wie einfach. Schmeiß den in deinen Kopf. Wie schmeiß ich den? Oh. Mit G schmeißt du den. G. No. Beini. Einfach durch die Beine geworfen. Deine Fresse, Junge. Halt deine Fresse, sonst klaue ich die Taschenlampe. Das ist ruhig, klar. Junge. Okay. Jetzt müssen wir noch, Mama. Wir müssen jetzt mal eben kurz noch 2 Stunden auf Mehmet warten. Mach nicht diese jetzt. Ich starte schon. Oder du musst 4 GB runterladen. Willst du mich verarschen, Alter? Oh ja. Also B war Funken und der wie war so reden? Mit V. V. Vogel V. Hallo? Geht das hier schon? Ach ja. Lass mal auf Feld stellen. Aber meine Bruder, ich glaube, wir müssen reden. Eure Köpfe gucken durch die Wand. Lass uns im Schrank, Junge. Einfach den Ball da reingeworfen. Verpiss dich. Guck durch ein Schlüsselloch, aber mach nicht so auffällig. Hey, Mila. Kann denn dein... Keine Sorge, du musst... Was machst du denn, Junge? Das Schlüsselloch gucken. Man kann ja alles man aufheben. Man soll ein Ding... Oh ne, warte mal. Der hat zu mir gesagt, ich soll so eine Spraydose da durchwerfen. Da kommt bestimmt so ein Geist, ne? Wenn man das macht. Nein, da passiert gar nichts. Oh, der gute Bauhaus-Lack. Luxury Layer. Oh. Das geht nicht. Was ist denn, wenn ich auf den Knopf drücke? Jemand einen dumm beschäftigt. Ja. Der Schnauze, Bitch. Kobe. Das geht nicht. Ja. Kobe. Auch. Kobe. Rückgrat gebrochen, Junge. Kobe. Das ist mein Markenzeichen. Ja, ich dachte, du bist Profi, Mila. Dann werf du da mal hier so eine Spraydose. Ja, ging da durch. Ja, nee, das geht nicht. Das kannst du nicht. Na klar geht das. Das muss gehen. 380. Also kannst du mal kurz so die Basics erklären, Mila? Ja, du musst einen Geist finden. Und auf J hast du ein Journal, da trägst du so alles ein, wie zum Beispiel, wenn wir Fingerabdrücke gefunden haben oder wenn wir Gefriertemperaturen haben. Lass doch einfach einen Teststream machen. Genau. Okay. Macht mal alle breit. Breit. Eben Sachen hinzu. Also E Sachen aufheben, G Sachen werfen. Was zum Teufel? Was kann man da kaufen?
Sollte ja, du ich kannst das? Doch gar nichts kaufen. Wir sind quasi Ghostbusters, wir sind Geisterjäger. Ah. Ja klar war der drin, Bruder. Was geht, Basti? Okay, wir... ihr habt alle noch keine Kamera, ne? Noch keine Taschenlampe, meine ich. Nur eine noch hinzufügen. Ich hab einen Krümmel im Bauchnabel. Ja, was für eine Taschenlampe, eine gute? Ne? Leuchtet der? Ja, mach mal, wenn du einen hast, wäre ganz cool. Wenigstens drei Leute in der Kamera. Ja, ich habe 4 Stück gekauft. Ah, okay, top. Gut. Kann ich schon was kaufen? Nein, du hast noch kein Geld. Okay. Kein Geld, du bist pleite. Armer Schlucker. Ja, ich fange mich hier gerade erst an. Okay, pass auf. Wir fahren jetzt mit einem Auto dahin, ne? Mit so einem Truck. Okay. Da haben wir jetzt gleich Zeugs drin, was wir benutzen können für die Geistersuche. Okay. Bei Mila dauert das jetzt erstmal ein bisschen, bis die das Spiel geladen hat, weil das ist ja so anspruchsvoll und so groß. Und okay, ich bin mal lange, ne? Ich nehme das Radio mit und spiele den Ghostbusters. Nein, du bleibst jetzt erstmal ruhig. Wer ist denn das, Alter? Das wer ist mein Bruder Weasley, Junge. Momo. Momo. Drück mal eure Funktaste und redet. Check. Die musst du halten, ne? Und reden. Halten und reden, okay, dann funktioniert das noch nicht. Okay, dann musst du das Mikrofon der Einstellung. Ja, du musst gleich neu starten, das haben viele am Anfang. Also einfach einmal spielen neu starten dann? Ja, aber nicht jetzt. Nicht okay. Jetzt. Das war aber okay. Mit V, gell? Dann machen wir jetzt eben mit Teamspeak. Ja, das dauert jetzt eben 3 Stunden, bis Mila das Spiel geladen hat. Ey, komm, es tut mir doch so leid. Girl, ich würde alles tun. Okay, bin kurz kacken dann. Ja, viel Spaß. Ruhe, Katze. Ja. Die will wieder 10 Euro haben. Hallo? Ich hab den Teppich weggemacht. Ja, das muss die vorher bezahlen. Nein. Doch. Die kommt immer während des Streams. Ich so. Bin da. Denver? Mila? Ja? Jetzt, Mila, pick doch nicht direkt alles, bitte. Du musst denen das erklären, die checken das sonst nicht. Okay. Schmeiß das wieder dahin! Ja, ich hatte gerade einen Remix von dir. Okay, also das hier ist ein EMF-Reader. Cool, ah, oder? Oh. Bruder. Die gucken hier übrigens alle in den Ausschnitt, ne? Das hier ist ein EMF-Reader da auf dem Boden. Ja, und was kann der? Wenn ein Geist irgendwie aktiv, also wenn der aktiv ist, dann springt das Ding an und geht so auf allerhöchstens 5. Und das wäre dann so ein Evidence, was wir eintragen müssten ins Buch. Sag dem bitte, passt auf, drück mal J. Genau, dann öffnet sich so ein J. Buch, ne? Ah, Geist. Dann drückt er unten rechts auf die 2 Pfeile nach hinten. Mhm. Da können wir so Beweise eingeben. Ne? Genau. Und dann kann man und dann steht unten, was für ein Geisttyp das sein kann. Mit was wir jetzt zu tun haben. Richtig. Deshalb suchen wir im Haus erstmal Beweise. Ja. Wir suchen erstmal den Raum, wo es spukt. Genau. Und dann sammeln wir Beweise. Ja. Und hier hinten stehen Aufgaben an der Tafel. Genau, Aufgaben, der Name vom Geist und ob der allein und auf. Also wir müssen zum Beispiel dreckiges Wasser fotografieren. Da muss der Mehmet sich einfach gleich nochmal duschen. Nein, hiermit Spaß. Könnt ihr Fieber messen und die Temperatur, ob wir Minusgrade haben. Merkt ihr aber auch, wenn ihr euren Atem seht. Das hier, meine Freunde, mit dem leuchtenden Ding, ist ein Bewegungssensor. Den könnt ihr an eine Wand anbringen. Den müssen wir auch mitnehmen, und ne? Hier an der Karte wird dann, je nachdem, wo wir das haben, wird dann immer angezeigt, ob der aufging oder nicht. Den müssen wir übrigens mitnehmen für die Aufgabe. Dann kommt mal her, das hier ist eine Geisterbox. Da könnt ihr so ein bisschen mit dem Geist reden, der antwortet dann darüber, aber nicht wirklich logisch, sondern da kommen so random Worte wie I oder Adult oder Kill oder sowas. Dann haben wir hier eine Kamera, hier unten. Ja, das ist für mich. Ja, die stellen wir auf und damit können wir dann Geisterkugeln sehen. Das sind so kleine Glühwürmchen, die wir dann hier am PC über. Das ist eine Videokamera, damit können wir hier am Computer dann Geisterkugeln erkennen. Wisst ihr, man kann das hier umswitchen an der Maus. Mhm. Genau, dafür muss das Licht in dem Raum aber aus sein und wir müssen das hier dann auf Nachtsicht stellen. Anders siehst du das nicht. Sonst ist das sehr schwer zu erkennen. Was kann ich hier vorne sind Räucherstäbchen. Hier ist das Feuerzeug dazu. Da eine Kamera mit noch.
Eine Kamera, damit machen wir Fotos vom Geist am oder besten. Von schmutzigem Wasser oder Knochen. Von schmutzigem oder von Wasser, Hintern. Knochen. Oder von Milas Arsch, das habe ich meistens fotografiert. Am besten nicht von meinem Arsch. Ach ja, und hier ist noch ein Geisterbuch, das nimmt. Okay, die Fotokamera nehme ich jetzt dann. Nimm doch mal unten hier die Taschenlampe mit, da sind zwei Stück noch, die mit in Rot. Und ein EMF-Gerät. Drücken euch, tut euch mit C. Ich habe Bewegungsmelder dabei. Taschenlampe, Taschenlampe macht ja mit Rechtsklick, ne? Ja. Wenn ihr aber jetzt, ihr könnt mit Q die Items zum Beispiel umschalten. Wenn ihr jetzt was anderes in der Hand habt, könnt ihr T drücken, dann ist die Taschenlampe auf eurer Schulter an. Okay. Ich habe eine kurze Frage. Mit dem, ja. Wir reden ja in-game, ne? Nein, wir reden jetzt erstmal hier eine Testrunde. Okay, aber ansonsten ist es mit V, gell? Genau. Ja. Okay, bei mir geht das halt nicht, ne? Wir haben Karen Clark und die reagiert auch auf Gruppen. Also der Geist heißt Karen Clark, ne? Genau, je öfter ihr den Namen sagt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie angreift. Hat einer mich in-game gehört? Nein. Nee. Mila, geh du mal in-game? Test. Nee, ich höre dich auch nicht. Mich auch nicht? Nee, weil wir können den Geist dann nicht rufen, wenn das nicht funktioniert. Nee. Ja, ich glaube, das sind eher nur die Voice-Server, die abkacken. Okay. Das kann sein. Wenn die Leute miteinander reden, aber der Geist sollte dich hören. Ach, geht's? Oh mein Gott! Oh Gott, man kann nicht sprinten, ne? Nein, mit Shift kannst du ein bisschen schneller laufen. Aber nur ein kleines bisschen. Wir suchen jetzt, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, erstmal Hinweise zu suchen, ne? Weil das so Anfängermodus ist. Warum? Guck ich nur nach hinten. Links steht ein Mörser. Oh Gott, mein Gott. Oh Gott, dieses Rauschen. Oh Junge. Das ist nicht allein. Also wenn ich schreie, nicht zurückschreien, weil ich bin sehr schreckhaft. Ich auch, Bruder, Alter. Was ein großes Haus, ihr solltet euch am besten aufteilen. Ja, Memma geht nach oben. Du gehst nach oben. Okay, ich habe eine Kamera. Was soll ich mit der tun? Wir suchen jetzt erstmal einen Raum, wo wir vielleicht kalten Atem haben oder so. Hier ist die Fusebox. Was, wo ist denn hier? Hinten in der Garage. Hallo, Curtis. Hier. Ich gehe hoch. Komm denn mal. Wenn einer einen Knochen sieht, muss der Bescheid sagen. Oh mein Gott, die Treppen. Watch her weg, Homie, watch her weg. Mach auf, watch her weg. Warum ist die Tür abgeschlossen? Du musst Schlüssel finden, ne? Komm, Demba. Richtig. Mila, willst du mich mitnehmen? Hi. Hier ist ein Teddybär. Mach ich denn die Tür auf? Linke Maustaste gedrückt halten. Meine Taschenlampe ist aus. Wie, die ist aus? Ich hab Taschenlampe aus. Ah, ist wieder an. Oh, hier, Geisterraum gefunden, oben. Komm dann mal. Licht wurde auch schon angemacht. Woher weißt du das? Sprintest du? Mit Shift kannst du ein bisschen schneller laufen. Ja. Und hier ist ein bisschen kälter, aber keine Minusgrade. Wo ist der? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, was war das? Ich bin Maul! Mach die Scheiße auf! Da schwebt eine Taschenlampe. Ich erotisch in den Nacken. Mach die Scheiße auf! Hab ich mich erschrocken, Memma, du Wichser, Alter! Jetzt ein Maul, Junge! Oh mein Gott! EMF ist nur auf 4, nicht auf 5. Bist du sicher, dass das hier ist? Ja, hier. Ja, bestell mal die, wer hat die Kamera? Ich hab ne Kamera. Nein, nicht die Fotokamera. Achso, die, stell die mal hier drauf, Dimmer. Auf den Tisch. Mit? Ich noch ein bisschen. Kann das meiner Leute was suchen, was holen. Mit was? Linken Maustaste drehst du das und mit F legst du die hin. Ah, okay. Genau. Die soll dafür sorgen, dass die Raum an zeigen, ist, ne? Ja? Ich geh raus, ihr könnt wenn, mich mal. Wenn die grüne Lampe leuchtet, dann ist die Kamera an. Weil die ist noch rot. Siehst du das? Wie heißt der Geist nochmal? Karen. Warte, kann ich Karen. Ja, Mila, ruf den mal ein bisschen. Lass den mal ein bisschen ich geh gerade rein und hol mal. Aber guckst du den Geister aufs? Ja, auch. Machen jetzt erstmal die Tür hier zu. Die steht jetzt da, ne? Tief war die auf 8 und dann nochmal auf 5, aber jetzt ist ruhig. Die steht jetzt da, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Karen Clark. Wie öfter mal den Namen sagt, umso Dings wird die, ne? Du kleiner Motherfucker, ich hasse dich. Die Kamera bei euch ist nicht an.
Doch, die war ganz kurz grün. Ja, aber die muss durchgehend grün sein. Wie geht die an, wenn die einmal steht? Einfach draufdrücken, Linksklick. Wie kann man die denn drehen? Linke Maustaste gedrückt lassen. Ah. Ist die an? Weiß nee. Nicht. Die war auf grün. Aber die ist nicht an. Ah, die ist auf rot jetzt. Hä? Als du die hingesetzt hast, war die auf rot. Jetzt ist sie auf grün. Oh mein Gott, der ist so hey. Dumm! Was soll ich da aus dem... Geh raus! Ey Leute, ich seh nicht in die Kamera rum, ey! Der Wichs hat mir den Nacken geatmet oder so, Alter! Der hat den Nacken gerülpst, hat der dir! Der ruft so und ich fick seine Toten, Alter! Was macht ihr da in der Ecke? Du musst dich verstecken, wenn der da ist, Alter, der Mann! Oh mein Gott! Du bist einen Meter weiter gelaufen in die Ecke! Was ist das Verstecken? Ist die jetzt an? Kamera wieder ausgemacht. Nee, die war gerade an, aber jetzt hast du sie ausgemacht. Ja, die ist an, Mann, die leuchtet grün. Was erzählst du mir da? Nee, die ist aus. Mein Herz klopft. Ja, dann komm zurück, die ist bei mir ist die an. Die ist grün. Wie nennt man die? Mit G, ne? Mit E. Allerdings mit. Nimm das Buch und schau nach Finger abdrücken. Und dann wird nochmal heftiger, wenn wir nur ingame reden, ne? Die ist grün. Weil wenn die jagt, dann blinkt euer Licht. Ihr hört Schritte, ihr könnt euch verstecken, aber nicht immer hilft das. Ist die jetzt an, Mila? Funk funktioniert nicht. Ich bin jetzt wieder drin, du hast gesagt, komm. Ja, dann komm du, bei mir ist die an. Können wir hier raus? Nein. Bitte. Warum? Nein. Wie kann man sich nicht verstecken? Verpiss dich von mir. Oh mein Gott, Bruder. Wenn unsere Taschenlampe anfängt... Oh mein Gott, Alter. Hey, ich bin das Arschlochkind. Ja, leg mal das Buch hin. Kann ich die Tür zumachen? Das ist doch keine normale Kamera. Die liegt hier. Die steht hier. Das ist keine normale. Das ist die normale. Suchst du damit Spermaspuren? Kriegst du hin, Mila? Kamera ist an. Ich spring aus dem Fenster, wenn die kommt. Keine 4 Grad, 6. Jetzt geh nochmal in den Truck und guck, hier hinten ob's. Ist kalt. Oh. Sehr kalt. Wir haben aber nur keine Minus gerade. Was? Was bringt Kevin die Mila Clark, alles Kevin hin? Clark, Kevin oh mein Gott, halt Clark. Die Klappe! Mehmet, verpiss dich immer von mir, Alter. J, Beweis, der hat... Oh mein Gott! Da war Schatten. Halt's Maul! Lass mich nicht allein hier. Doch. Nein, ich guck nur. Lass sie in den Raum bleiben. Nein, ich hab Angst. Nein! Hä? Nee, ist immer noch aus, die Kamera. Ich weiß nicht, was... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, die steht da! Mach ein Foto! Verpiss dich! Nein, ich mach gar nichts. Ich guck einfach nur in die Ecke. Ist die hässlich, Alter? Ich hab ein Foto gemacht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die hat kein Gesicht gehabt. Oh Gott! Raus hier, Junge! Ich seh deinen Augapfel. Verpiss dich, Alter! Erst meine Rauchen im Truck, Junge. Ja, Mann, ab dafür. Mittag. Verpiss dich, hab ich mich erschrocken. Warum ist denn das heute so heftig? Das ist ja gar nicht gruselig, da passiert das ja gar nichts. Das war auch gestern nicht so. Wir sagen ja, Spaß, die Runde, wir machen Mittag. Ja, dann hatten wir echt, dumme Runden, Alter, weil das hat mich weggeklatscht, Junge. Ist halt immer, ne? Alter, ein bisschen glückabhängig. Und ich hab nie Glück. Halt's Maul. Nie! So, Leute, ihr könnt über meine Kopfkamera einfach gucken. Mach Licht aus und quatsch mal ein bisschen mit. Aber die Kamera ist halt immer noch nicht an, ne? Hört auf, nicht leert das. Bist du hier, Karen Clark? Sag mir, wenn du... Ich stell mich mal in die Ecke. Sag, wenn du Geister Ops siehst. Mhm. Okay. Bro, chill. Ist hinter dir der Bewegungssensor? Ja. Der schlägt die ganze Zeit aus. Oh, ja, Entschuldigung. Okay. Geh nochmal zur Kamera, versuch die nochmal einzustellen. Du kannst über meine Kopfkamera gucken. Okay, ja, sind noch keine Geister-Ops. Ich habe auch noch keine Fingerabdrücke oder so gefunden. Also ab jetzt, ich habe rausgefunden, was mein Job hier ist. Ich bleibe im Truck und gucke auf den Bewegungsmelder. Gar nichts machst du. Ja, genau, du das gehst gar nichts. Rein. Hat die schon ein Buch geschrieben? Nee, gar nichts. Versuch einfach nochmal die Kamera, bitte, Mila. Okay.
Aber gib dir ein bisschen Mühe diesmal, ja. Atombombe. Die an jetzt? Ja, jetzt die an. Du musst dein Licht ausmachen. Siehst du. Okay, Bewegungsmelder ist angegangen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Wieder? Ja. Schon wieder, meine ich. Achso. Wenn der rot ist, ist der an, ne? Du hörst hier im Truck den Sound. Warum seid ihr Feiglinge überhaupt hier drin? Raus mit euch! Rein da raus! Ja, ich muss rein. Ich guck grad wegen Geisterorbs. Rein da! Ich auch. Ich guck auch wegen Geisterorbs. Der war da rein. Oh Mann! Los! Ihr seid solche Schisser. Ich nehm Red Bull mit. Ich nehm Red Bull mit. Lauf bitte mit, okay? Momo, egal was passiert, ne? Ich zieh dich an. Du stellst dich einfach davor. Was? Du stellst dich einfach davor. Mila, provozier den Geist mal. Okay. Wenn du den provozierst, geh ich wieder raus. Karen Clark. Okay, Karen ab dafür. Clark. Okay, das tschüss. War's. Feierabend. Willst du mich töten? Willst du meinen süßen Arsch? Komm doch. Ich nehme die Glasflasche mit. Emma, wo bist du? Komm, beruhig dich. Liegt ein Ball. Gib mir ein Zeichen, Karen Clark. Falls das überhaupt dein richtiger Name ist. Karen, sein Bitch. Ich hab deinen Ball, Karen. Hab deinen Ball, Bitch. Sei vorsichtig, was er zu dir sagt, ne? Das ist noch ein kleines Kind. Habt ihr eine Kamera dabei? Nö, aber ein Ball. Ich hab schon ein Foto von der gemacht. Ah, okay. Karen Clark, komm her. Sind aber keine Geister-Orbs. Okay. Karen Clark. Hört ihr mich in-game? Nö. Nein. Ach ja, stimmt, ihr könnt das gar nicht. Karen Clark, komm her, spielen. Aber das ist ein Kind, sagst du, ne? Ja, das war ein Kind. Okay, Mehmet, komm runter, wir suchen nach Dings. Wir suchen nach... Karen Clark, oh mein Gott. Beste Freundinnen werden und uns die Haare flechten und... Mehmet, kommst du runter? Sehen uns lustige Geschichte. Die hat uns Buch geschrieben. Warte, okay. Die Tür geht nicht auf. Ich schwör bei Gott, die Tür geht nicht auf. Okay, bleib hier, Mehmet, ich regel das. Hier ist ein Ball. Ist das bisher unser einziges... Mehmet, komm runter, bitte. Ich komm schon. Bitte, irgendeiner, ich stell dir nicht leider runter. Tina, mach dir fest. Warum geht die Tür nicht auf? Du musst die... So, bitte. Okay, wer ist unten? Ich bin's, dein Cousin. Karen. Oh mein Gott. Demba? Bist du hier? Mach mal die Taschenlampe mit Tee aus. Nein. Doch, du musst. Wir sehen's. Oh mein Gott, Junge, ich kann da nicht drauf gucken. Ich mach einfach Augen zu. Was ist denn los mit euch? Macht ihr denn da... Heute ist das ganz anders als gestern. Memo, geh wieder hoch. Karen Clark. Warum seid ihr beide jetzt unten? Geh wieder hoch. Weil Memo... Ich will nicht oben sein. Memo, du gehst jetzt hoch zu dem Geist. Wir flechten unsere Haare und sehen uns dumme Geschichten über Jungs und... Nee, du magst bestimmt noch keine... Ich mag auch keine Jungs, okay. Was suchst du mit dieser Lampe, Curtis? Fingerblatt. Karen Clark. Komm her. Ja, wir gucken mal im Geist herum. Mach mal die Lichter im Geist herum aus. Wo seid ihr? Ja, ich komme. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Verpisst euch. Rein da jetzt. Oh mein Gott. Mach die Lichter bitte aus. Ein in den Bums da. Mach die Tür zu. Ne, warte, ich guck mal. Geh mal weg. Ja, nur immer noch. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ein Schreck. Ich bleib jetzt hier in dieser Ecke sitzen, mach das Spiel aus. Kurz im Handschuhfach. Fingerabdruck, ich hab einen Fingerabdruck. Einen Handabdruck. Oh. Wir haben jetzt Geisterbuch und Handabdruck, ne? Mhm. Spirit oder Revenant? Karen Clark. Jetzt können wir Lichter wieder anmachen. Rede. Gott sei Dank. Oder bleib weg, 10 Euro, Alter. Wenn die kommt, werfe ich den Ball. Was müssen wir noch checken? EMF, Geisterbox. Oder Geisterkugel oder Gefriertemperatur. Was haben wir denn? Da ist was. Revenant. Spirit oder Revenant? Das heißt, an der Tür war was. Wir brauchen entweder noch das. Also das EMF auf Stufe. Wie mache ich denn? Einer muss ein Ding machen. Mit dem Ball? Nimm mal hier einer die Taschenlampe, ich schmeiß die auf den Boden. Ich muss ein Oder Bild die von dem Geisterbox. Dings machen. Leuchte mal hier oben an die Scheibe. Mach die Taschenlampe aus. Nur dieses mit dem, genau, lila. Ja, ja.
Leuchte dir an die Scheibe bei dem Abdruck. Hab ich. Dass du den siehst. Oh, 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 oh mein Gott. Die haben F immer. Die Jagd, die Jagd, die kommt. Oh mein Gott. Verpiss dich, Junge. Ah! EMF nur auf die. Oh mein Gott, ich seh nix! Ich bin tot! Nein! Immer noch nur. Oh mein Gott, Hilfe! Oh, verpiss dich! Hier ist Platz eine Lampe, ich mach's Spiel aus, ich schwöre. jetzt bin ich ein Geist oder so? Ja, ja, du bist ein Geist. Ja? Ja, du kannst jetzt noch mitlaufen. Du siehst sie auch, wenn sie uns angreift. Will ich aber nicht. EMF bleibt auf 4. Das Buch ist hier hinten. Warum immer mich? Oh, hat's weggeschmissen. Hat ihr weggeschmissen? Meinst du, oder irgendwer von euch? Auf jeden Fall hier das Zeichen. Lol, ich lieg damit. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn das? Mach Ruhe, Kind. Kann ich die jetzt auch sehen? Ja, klar, kannst du mir antworten? Ja? Wo ist denn das Temperaturgerät? Aaron Clark, bist du hier? Geh weg! Willst du meine paar Räume? Ja, der Geist ist hier im Raum, ne? Er sieht mich nicht. Halt's Maul, der sieht dich. Wo ist denn das Buch? Ich will ein Foto machen. Ja, hier, hier. Auf dem Tisch. Ach, da. Oh Gott. Wollen wir mal eben kurz in den Bus gehen und die Sanity checken? Ja, klar. Oh mein Gott. Ich hab nur einmal Sanity-Film dabei. Nimm meine Leiche mit. Ja, haben wir schon fotografiert, damit es kommt. Ich kann die nicht zumachen. Weißt du, auf die Tür zumachen. Sag mal, wartet ihr? Nein. Kann der hinter mir herlaufen? Ich hab halbe Herzen. Karen, mach die Tür zu, lass den einsperren. Halt die Tür zu, Kurt. Halt die Tür zu, wenn du rausgehst. Halt die Tür zu. Ich kann die nicht aufmachen, halt die zu. Halt die Tür auf. Hilfe! Nein! Wir haben nur einmal Pillen, ne? Ja, Ja, der Mehmet muss die fressen. Der hat nämlich nur 11%. Müsste die fressen, wenn Mehmet rein. Oh, die jagt. Mehmet, die jagt dich, du kriegst die Tür nicht auf, ne? Ach, du bist schon draußen. Doch, der ist hier. Memo, willst du nochmal reingehen? Weil wir müssen jetzt. Wir haben nur einmal Pillen. Wir haben nur einmal Pillen und willst du nochmal reingehen? Reicht das nicht für uns drei? Nein. Was zeigt das denn da? Also deine Sanity ist so low, du könntest als nächstes sterben. Ich möchte nicht, aber die steigt doch wieder. Du kannst aber auch diese Pillen hier nehmen, aber die nimmst du nur, wenn du wieder reingehst. Warte mal, das sind keine Pillen hier. Nein, hier sind Pillen. Wieder oben? Ja. Kann ich die jetzt nehmen? Die kannst du nehmen, dann ist deine Sanity wieder voll und du kannst wieder rein. Ja, wir haben nur zwei Beweise bisher. Was heißt denn diese Sanity? Habe ich die jetzt genommen? Geisteszustand. Wenn die low ist, ja, hast du genommen, dann kann das eher sein, dass du getötet wirst. So habe ich mir das sagen lassen. Wie kann man das hochmachen, wenn es ein Low ist? Wie geht das? Pillen. Also ich habe jetzt einfach alle genommen mit Rechtsklick, ne? War das? Ja. Richtig. Gut, wollen wir nochmal rein? Was brauchen wir denn noch? Ja, was brauchen wir denn noch? Wir müssen das Buch gleich wieder mitnehmen, ne? Geisterbox oder EMF auf 5. Mehr brauchen wir nicht. Die Taschenlampe kann ich ja hier lassen jetzt, ne? Ach, die Kamera. Ja, ja. Ich will auch was machen. Meinst du, es sei denn, da oben stirbt halt nochmal jemand von uns. Was meinst du mit Geisterbox? Du willst mit dem reden? Das hier. Also, dass der Quatsch redet. Genau, reagiert auf Gruppen und auch alleine. Also ist das scheißegal, ob wir zusammen oder alleine gehen. Ja, dann gehen wir jetzt nur mal rein. Wer hat jetzt seine Pillen gefressen? Ja, ich. Ich hab auch nur 27, ne? 24. Ja, dann bleib du hier drin und... 26, keine Ahnung. Hä? 23? Der springt immer so ein bisschen. Ja, dann geht ihr beide rein. Ich guck weiter auf Kamera. Wie findet man denn diesen Kruzifix? Sag, wenn bei irgendwen auch die Sanity zu low ist, okay? Ja, ja, 66. Wenn was ist, ich zieh an dein Haar. Halt die Klappe. Einen Kruzifix können wir aus dem LKW mitnehmen. Der muss aber vorher in der Kaufbahn losgehen. Kann die Tür aufbleiben, Mila? Ja, lass auf. Wenn die uns jagt, dann schließ die eh ab. Ich glaub ja nicht, dass du dann rauskommst. Was? Die Idiot. Das guck ich mir jetzt an als Geist. Ui. Okay. Aaron Clark, willst du mir antworten? Nein. Bitte.
Mehmet, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Halt's Maul. So ein Wilkser. Oh mein Gott. Oh, das war mein Gott. Gehört. Das war Jack, der Wilkser. Du Wilkser. Oh lol. Du Pen. Ruhe. Hallo Karen, bist du hier? Wo bist du? Karen, sag, wo du bist. Karen, komm bei mir. Noch nur unter uns reden, wenn dir das lieber ist, flüster mir ins Ohr. Karen. Karen Clark. Antworte. Karen, bitte Funkcheck. Ja, ich hab's. Check. Funk geht. Ich sagte Karen nicht. Ach so. Ach, Mann. Oh, die macht die Tür auf. Nein, verpiss dich da raus. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Mach das Licht aus. Wessen Taschenlampe leuchtet denn hier? Ach, besser auf, lasse ich die einfach an. Die antwortet nicht, also. Mehmet, geh mal aus dem Haus raus. Halt noch EMF sein. Bitte? Du geh mal komplett aus dem Haus raus. Lass mal Mila alleine da. Oh Gott. Ja, lass mich da mal steht alleine sie, da steht hier. Sie, da steht sie. Oh Gott. Wo? Okay, die stand kurz am Sessel. Okay. Lass mich mal hier. Weißt du, wenn ich sterbe und meine ganzen Sachen verliere, dann sind wir nur pleite. Sie kommt, oh die Jagd. Oh boy, I did. Ich kann nicht weglaufen. Mach die Tür auf, bitte. Renn. Oh mein Gott, die ist da eine Tür, Ich glaube, die jagt Memo. Nee, die jagt Memo. Und die Memo kommt rein, Idiot. Nee, die ist einfach schon. Die hat gar nicht gejagt. Hat gar nicht ja, gejagt. Ist doch gut, ist Alter. Mein Gott. Was soll das rumgetrolle denn jetzt hier? Mein Gott, hol doch rum. Ja, was soll das denn? Ja, was soll das denn nicht? Ja, halt doch einfach deine Schnauze. Ich glaube, das war auf 5. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich glaube, EMF war kurz auf 5 hier. Wir werden alle sterben in dem Spiel. So. Ich bin schon gestorben. Was haben wir denn dann? Revenant. Revenant? Okay. Ich denke, dass es das war. Ja, dann komm mit, aber nimm das Buch wieder mit, ne? Buch müssen wir nicht mitnehmen. Oh. Was war das? Da war was. Da war der Schatten von der. Bist du sicher, dass der Buch nicht mitnehmen muss? Ja, das nehmen wir nie mit. Ich hab die Tür aufgelassen. Alles ja? Gut. Ja, dann komm raus, okay. Da. Wir müssen die Sachen nicht wieder mitnehmen, die kommen automatisch so. Das machen die Geister entfernt Typen nach uns reinkommen. Die nehmen das wieder mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da bist du. Okay, das tragt ihr jetzt alles ein? Im Chat schreibt einer, man muss das Buch mitnehmen, das gibt Geld. Bullshit. Soll ich das Buch holen? Dann soll der ja, Mehmet, geh mal holen. Und das Buch holen. Geh mal oben das Buch holen, Mehmet. Das liegt, wenn du reinkommst, rechts auf dem Tisch. Tschüss, Mehmet. Lass die Tür ja auf. Gnade Gott. Man aber gewinnt die was? Runde, indem wir jetzt losfahren und hier eintragen, was für einen Geist wir gefunden haben. Dann und kriegt man dafür Geld. Die, und wenn du die Dinger hier machst. Ja, direkt wir das jetzt Wasser, kein das ist immer bei. So ein Zufall. Und dann mit dem Wasser ist Zufall. Ey, das ist scheiße. Ich gehe da nicht. Durch Memo, was sinkt komm. Dieses Sanity denn? Wenn der Geist auftaucht, das ist Serenity, ist so Geisteszustand. Ja, oder wenn du in der Dunkelheit rumläufst. Ah, okay. Aber du darfst auch nicht zu viel in Licht rumlaufen. Wo ist das Buch? Hilfe. Rechts, Bruder, geradeaus. Auf dem Tisch, da beim Sessel. Hast du? Bruder, mein ganzer Körper. Hast du? Ja, ich komm. Mehmet, rennen. Ich komm doch. Boah. Ist Aktivität ist noch auf null, alles cool. Jetzt für ein Telefon! Okay, jetzt auf null. Ja, mein Gott, mein ganzer Körper zittert. Ich schwöre auf alles, Bruder. Ja, tschüss. Boah, diese Klugscheiße im Chat. Aber ihr nutzt nicht die Ingame-Voice. Bei 1, seit einer Minute bist du hier drin. Wir machen gerade eine Testrunde für Mehmet und Denver. Deshalb wissen wir das nicht. Die Testrunde, also das, Ruhe. Das bleibt auch dann. Warte mal, also, wo ist das Buch, Alter? Also ich muss dann... Geh mit deinem scheiß Backseat-Gaming, ne? Alter, geht mir richtig auf den Piss. Ich muss dann jetzt Spiel neu starten gleich, ne? Ja, mach Memo und machen wir gleich alle Memo kurz. Auf. Ja, wir können losfahren. Warte, stopp. Habt ihr alle eingetragen? Jeder im Buch eintragen und bei Geist Dude Revenant, ne? Ich auch. Warte mal, Bruder. Alle Beweise eintragen und welcher Geist das ist. Erstmal die Bilder Geisterbuch, anschauen. Fingerabdrücke und EMF Ebene 5. Das war bei... Ja. Ja. Nochmal. Geisterbuch, Fingerabdrücke und EMF Ebene 5. Und bei Geisttyp und ein Revenant. Genau. Was war das dritte? Geisterbuch, Fingerabdrücke, EMF, Ebene 5. Und dann Geistertyp ist
Natürlich nur noch ein Revenant. Okay. Und ja, löscht mal bitte Backseat Gaming raus. Einfach timeouten. Und dann. Was und dann geben wir jetzt und Vollgas. Warte, warte doch mal, Mila. Habt ihr bei Geistertyp Revenant eingetragen? Ja. Ja, Bruder. Alle. Okay, dann können wir. Komm mal weg hier. Was? Oh. Auf geht's. So, und wenn bei euch gleich alles in-game funktioniert, dann können wir ja auch mal schauen, ob wir die Highschool machen oder so. Oh mein Gott. Ach, da gibt's noch mehr. Jetzt gucken wir, war Revenant. Mit Highschool. Jetzt haben wir $40 bekommen. Asylum gibt's auch noch. Und, okay. Ja, noch so normale Häuser. Aber startet ihr jetzt erstmal neu? Ja. Starte auch kurz neu. Okay. Viel Spaß dabei. Ja, oder ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Bruder. Bei PC-Einstellungen, da muss doch Dings an sein, ne? Lucanus Push-to-Talk muss aus sein, ne? Ich höre dich dauerhaft, ne? Achso, du hörst mich die ganze Zeit? Ja. Okay, dann brauche ich nicht restarten. Dann ist egal. Ist das der gleiche Code von gerade? Ich muss. Oh Gott. So. Okay. Dauerhaft musst du Dings in den Optionen unter PC-Einstellungen und dann auf ganz unten auf Nein machen. Genau, das kannst du hier in der Lobby aber nicht mehr. Ja, ja. Habt ihr mich gehört? Ja. Mhm. Lukas, push to talk aus. So, anwenden. Zurück. Spielen. Ja, ja, im Spiel selber musst du das machen. Eins. Drei, drei, drei. Nee, Ruhe. Nicht den Code verraten. Da ist nicht eine 3 bei. Ich sag eine. Ich hab dich gehört. Ich sag ja auch nur. Wir muten uns jetzt gleich im Teamspeak und dann reden wir nur noch im Spiel, ne? Und funken. Aber hab Angst! Hört ihr mich im Spiel? Sag mal, was man hört. Nein, nein. Ich komme hier nicht in die Option rein. Warum nicht? Du musst das an der, hier geht das an der Tafel musst du das machen. Du musst V drücken, ne? Gott, jetzt noch Dings. Weißt du, was das Schlimme ist dabei, Demba? Wenn was der Geist denn, uns denn? Jagt, kannst du nicht mehr funken und so, ne? Aber reden? Ja, reden ja, aber wenn die alle oben sind und du bist unten alleine, kannst du nur noch rumschreien, Junge. Schreien dann! Wir haben das Farmhaus einmal als Anfänger und einmal als Profi. Was haben wir jetzt, Profi? Das Farmhaus nochmal. Ja, dann gehen wir ins Farmhaus als Profi. Profi, okay. Seid ihr irre? Du bist echt laut im Spiel, ne, Demba? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, aber warte, ich kann dich, glaube ich, selber leiser machen gleich. Ist alles gut, muss nichts machen. Wieso geht die Mila auf der Stelle bei mir? Mila? Ich füge gerade Sachen hinzu. Warum muss ich denn noch was verändern? Da passt Max, willst du gleich mitspielen, wenn einer keinen Bock mehr hat? Also ich rede durchgehend im Game jetzt, ja? Ja. Ah, sehr gut. Curtis? Hm? Bei Audio, wo war das? Bei Stolz, nee. Aber wo waren das gerade? Bei PC-Einstellungen. Ja. Da gehst du ganz nach unten. Lokales Push-to-Talk ist an. Das musst du auf ausmachen. Curtis, du musst deine Taschenlampen nochmal reinmachen. Mhm. Yeah. Bräuche steht schon nochmal, ne? Aber einen Kruzifix hatten wir gerade nicht. Bah, du bist so ein ekelhafter Bastard, ne? Ich kaufe eins. Ja, okay. Ich kaufe zwei, scheiß drauf. Hallo. Oh, Mehmet, Alter. Warte, ich wollte ausprobieren, Land. Ich habe 4 Taschenlampen, 2 Kruzifixe mitgenommen. Okay, dann ready, bitte. Ja, Muten. Boah, ich hab so Angst, Alter. Das ist jetzt Profi-Map, ne? Jetzt wird's richtig heftig. Ja, geil, super. Oh. Ascendity haben wir jetzt vergessen, warum? Ne? Hallo. 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 Ja, hallo Memo. Mehmet, sag mal was. Hallo. Okay, Memo, sag mal was. Hallo. Ja, tu ich, hallo. Hallo. Okay. Hi. Funkcheck. Wir haben keine Sanity-Pillen bei.
Nur eine Dose. Ich bleib hier. Kisch. Wisst ihr, wie er funkt? Funk check. Check, check. Mit was? Mit dem Mehmet, Alter. Bitte, Mehmet, bitte. Wahrscheinlich mit V gedrückt halten. Hallo. Check, check. Nein. B, Junge, B. B. Ach so. Hallo. Boah, das ist aber ziemlich leise. Keine Ahnung, warum. Warum sind die... Okay. Taschenlampe mitnehmen, ne? Wie heißt der? Ja. Ist der Dorothy Davis? Was brauchen wir? Die Dorothea? EMF Reader. Unter 10 Grad fotografieren sie dreckiges Wasser. Ich hasse diese Aufgabe. Ich hasse das auch. Und EMF Reader, ja. Wer hat der Thermometer? Auf Gruppen. Was brauchen wir noch? EMF habe ich auch. Ich hab das Buch mitgenommen. Die Geisterbox? Ist das hier, ne? Mit der roten Lämpchen? Ne, ne, das ist Bewegungsmelder. Geisterbox ist das hier oben links. Das Radio. Ach, das, okay. Ja, der Mann, hätte ich richtig schwer atmen. Ja. Soll ich eine Kamera mitnehmen? Denk dran, ne? Der kann jetzt sofort angreifen, der Geist. Wir sind hier im Profi-Ding drin. Soll der aber nicht. Macht der aber. Ich höre Dämmer nicht, ne? Warum hörst du Dämmer nicht? Ich weiß nicht, ich höre den irgendwie nicht. Soll ich keine Kamera mitnehmen? Was für eine Kamera? Doch, hast du welche Kamera hast du? Zeig mal. Ich habe gar keine mitgenommen. Er hat gefragt, ob ich eine mitnehmen Hat keiner die Kamera jetzt mit? Nö. Hol die mal. Rein damit hier, Junge. Box hab ich. Egal welche von denen. Die schwarze brauchen wir. Die Funksounds. Ja, ja. Nein. Hier war kurz 10, aber noch nicht. Könnt ihr kurz warten? Wir sind in der Küche, Mehmet. Was hast du gesagt? Da drin ist 10, aber nicht. Hier ist ein Knochen auf dem Boden. Ja, den habe ich schon fotografiert, ist so gut. Fotografiert. Wir suchen jetzt den Raum. Was soll ich mit der Box hier machen? Welche Box? Mach die an. Geist. Und rede mit dem. Dorothy heißt die. Hallo? Hallo. Dorothy. Ruf die, ruf die. Ich kann Dorothy. Denver? Ja. Nix. Du musst mit der reden. Frag, wie alt die ist und so. How are you? No? Why? Wenn die antwortet, musst du Bescheid sagen. Hallo? Hi. Ich glaube, ich habe eine scheiß Lampe mitgenommen. Wohnt hier ein gewisser Alan Bogan? Hallo? Mila, wie sieht's aus? Bisher war der Alan Bogan. Alan Bogan? Du musst den richtigen Namen sagen. Hallo, wie heißt die nochmal? Wie heißt die nochmal? Dorothy, ne? Mrs. Holick. Hallo? Dämmer, das reicht, wenn du den Nachnamen sagst. Holick wollte du ich gerade sagen. Du kannst doch Deutsch mit dir reden, ne? Ja, ich tue gerade. Hallo? Nein, nicht hallo, Junge. Davis. Davis, wie Davis, geht's Davis. Dir? Davis, how are you? Okay. Wie geht's dir? Maferen. Okay. Ja, unten ist gut. Unten ist gut. Ist nicht so weit von der Tür weg. Hallo, Mrs. Davis. Wohnst du im Dämmer, Aquarium? Dämmer. Ja. Komm mal her. Ja. Ja? Wir sind ja keine Schisshasen, ne? Nee. Sag einfach die ganze Zeit ihren Namen nur. Nur Dorothy Davis. Die ganze Zeit. Dorothy Davis, Dorothy Davis, Dorothy Davis, Dorothy Davis. Davis, 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 Davis. Davis. Eintragen, minus 2 Grad. Davis. Minus 2 Grad, eintragen. Ich habe das Buch auf den Tisch gestellt. Wo trage ich hier, das ein nochmal? Unter J. Gefriertemperatur. Ja. Okay, Davis.
Davis, Davis, Davis. Nee, nein. Hier nicht. Das Buch mal hier rein. Davis. Davis, 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 Davis. Davis. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, oh. Davis! Alles gut, alles gut. Davis? Oh, er hat das Licht angemacht. EMF auf 5, auf 5. Okay, hör auf, das eintragen. Licht dazu machen, Davis. Was? EMF Ebene 5. Okay. Könnt ihr die Kamera hier auf dem Dings tun? Wer hat die Kamera? Die schwarze. Ja, ich. Tu die hier hin und dreh die um. Davis, lass Licht aus, weil Strom... Teuer. Machen. Warte, ich wollte das machen. Wie dreh Davis. Ich die zeige dich, zeige dich. Mit, ja, ja, ist die Davis. An. Wir gehen zum Truck, wir gehen zum Truck. Okay, ja. Dolphy Davis, hab keinen Bock mehr mit dir zu reden. Fahren nochmal der Ausgang. Ach, ich bin so lastig, also ich bin. Hä? Alle raus. Schnell. Oh mein Gott, bruh. Wie, die Kamera ist nicht an. Laut bei mir. Was sagst du? Der Dimmer ist scheiße laut, Alter. Ich hab das Buch auch da hingelegt, ne? War das ein Geisterorb? Geisterkugel. Ja, dann haben wir schon alles, ne? Ja, wir können halt jetzt noch nach den Aufgaben gucken. Ist ein Phantom. Mhm. Ich hab einen Knochen mitgenommen und fotografiert. Wir brauchen dreckiges Wasser. Okay, dreckiges Wasser. Ich hasse diese Aufgabe. Die Geisterkugel so ist der dritte Beweis. Haben wir gerade gesehen, ja, ja. Ah, da ist er doch, oder? Dritter Beweis war? Da ist schon wieder eine. Ja. Ja, dreckiges Wasser ist halt so random, ne? Ja, wollen wir fahren einfach? Und nächste? Habt ihr Phantom ausgewählt? Ah, noch nicht, warte. Ja, ich habe alle. Aber wir haben den jetzt nicht einmal gesehen, Alter. Ist ja, nicht so schlimm. Wir sollten wenigstens ein Foto von soll ich kurz Hallo sagen? Ja, komm, wir machen wenigstens ein Foto vom Geist. Komm, wir gehen ein bisschen ärgern. Wie? Ja, ja, ärgern. Ich hasse euch. Phantom, we are coming! Sorry. Geile Sau. Küss mich, Dorothy. Was war das? Ich hatte Timeout. Was hattest du? Oh. Oh mein Gott. Ich liebe das, wenn sie mir in den Nacken atmen. Dorothy Davis, zeig dich. Die ist verrückt. Oh, 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 der jagt. Verpiss dich, du Hure. Ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich geh nicht raus, ich bleib hier. Oh mein Gott. Nein, Memo. Wo ist der? Wo ist der? Wir können abhauen. Okay, wir hauen ab. Ich hab keinen Bock mehr. Das war wieder ein kleines Mädchen. Mhm. Richtig süß, wie sie da neben Memo steht. Ich wollte die fotografieren, aber habe ich nicht geschafft. Die kam. Ich glaube, die war am Krabbeln. Ich glaube, die war nicht auf dem. Ich weiß jetzt nicht, ob der eingetragen hat, ne? Ich wiederhole, Memo, bitte eintragen, aufwarten. Ich hoffe, ihr habt das alles. Ach stimmt, Phantom. Wir hätten die gar nicht fotografieren können, weil das ein Phantom ist. Die verschwindet doch. Aber ich habe ein Foto von ihr. Ich nicht. Schau uns, Jenna. Ich habe nur ein Foto, wie ich mir in die Hose piss. Ich habe sie auch zuerst nicht fotografieren können, aber als sie Memo gechoked hat, habe ich die fotografieren können. Was denn? Nix. Das nix hab ich gemacht. Wir können losfahren. Ich kann gucken. Du mal nix. Wie tue ich mich eintragen?
Wir müssen mal kurz abchecken. Welcome back. Okay, boah, 165 Dollar, Mann. Ja, ich bin rausgeflogen, leider. Ich hätte Mehmet doch noch fotografieren können für Versicherung, oder nicht? Ja. Aber ich habe ihn, wie er sich selbst umgebracht hat, zählt das nicht auch? Weiß ich nicht. Aber egal, 150. Ich glaube, ich habe gar nichts bekommen. Kann das sein? Geh mal in die Tafel. Tafel. Kann gut sein. Level 1. Ja, leider bin ich rausgeflogen. Oh Mann. Egal, nächste Runde. Spaß, war lustig. Ich glaube, ich war ein bisschen zu laut beim Schreien. Meine Frau ist angekommen. Ich schwör bei Gott, Bruder. Bruder, du redest im Teamspeak und im Ding. Taste gedrückt, Alter. Okay. Oh, warte kurz. Können wir das Foto noch mal sehen? Na klar, Bruder. Mila, für das Foto hat der Typ von der Geister-Company mir 60 Dollar angeboten. packst du deine Kamera, deine Taschen... Gott, warum sag ich denn immer Kamera? Deine Taschenlampe nochmal rein und mach dann ready. Wir haben Profi. Warte mal, schon wieder Profi? Ja. Wir müssen an die Serenity-Pill denken, ne? Ein kleines... Ich hab zwei mit. Ich hab eine mit. Ich hab... Okay, wir können nur maximal vier mitnehmen. Ich bin ready. Okay. Soll ich Salz kaufen? Boah, warum bist du schon wieder so laut? Weiß nicht. Das ist in der Lobby immer so. Okay. Das ist ganz normal. Okay, Leute, geht los. Nein. Ist nur ein kleines Haus, Leute. Keine Angst. Edgefield Street hat. Das ist besser als dieses Holzhaus. Okay, hier drin fühle ich mich wohl. Ja, oh, ich brauche schon wieder, ich brauch schon wieder Stresskippe, ne? Ohne Witz, Alter. Ja. Aber ich habe mir gerade echt selbst das Leben gerettet, indem ich den scheiß Geist fotografiert habe. Der verschwindet mich dann. Ja, jetzt weißt du, wie du Phantome... Wow, hier ist ein Bild von der Oma Sandra. Und von Shapes. Was geht ab, Ron Weasley? Okay. Der Typ heißt Robert Miller. Komm mal hier unten links. Hier unten links ist der Lucky. Robert Miller. Okay, Finn, ich nehme Räucherstäbchen mit. Ich nehme die Kamera mit. Taschenlampe. Raucherstäbchen. Habe ich auch. Ich hab Raucherstäbchen bei. Ich hab Raucherstäbchen bei. 10 Grad. Okay. Ich nehm's Thermometer. Ich hab das schon. Das Haus ist richtig heftig, ne? Ich hasse das wie die Pest. Dann nehme ich eine Taschenlampe. Ja. Taschenlampe sowieso. Das war's. Nimm mal auf die Fingerabdruck-Taschenlampe und das Buch hier, falls du da noch einen Platz hast. Welche davon ist das? Die linke oder die rechte? Die rechte. Und das Buch. Erstmal eine Kippe. Okay. Und falls einer noch einen Platz hat, dann hier das Radio. Ich habe jetzt vier Sachen bei. Ich glaube, Memo sollte noch was. Ich habe Räucherstäbchen bei, ne? Wir brauchen noch hier die Dingsbox. Die Geisterbox. Ja, genau. Und wir brauchen noch eine Kamera. Holen wir die einfach nochmal nach. Ich habe Kamera und Funkbox. Jake. Also, das Haus ist echt ein bisschen heftiger. Ja? Ja. Das hier? Nein. Oh, will ich aber nicht. Will ich aber nicht. Ist das Profi? Ja. Okay. Das heißt, geht schon direkt los. Emine, mach mal bitte mal die Tür zu. Guckst du? Hey. Kühlschrank ist abgeschlossen. Ist auf jeden Fall kein Fettsack. Schade. Oh, bitte ein Garagengeist. Ah.
Man hört den Funk. Wir gehen in den Keller. Ja, immer eine gute Idee, im Keller zu gehen. Grüßlich. Ja. Ich hasse das. Oh mein Gott, wer hat Licht angemacht? Das war ich. Mehmet, Mehmet. Das war ich, ja. Ich wollte gucken, ob es geht. Okay, ich gehe mal ganz nach oben. Ich finde hier einfach nichts. Ich glaube, ich muss wieder nach Hause. Warte mal, gleich, Junge. Nein, nein. Du musst an Schülern gucken und an Fenstern, ne? Mit dem. Hier oben sind unter 10 Grad, aber noch kein Minusgrad. Aber es ist das Streamingzimmer. Streamingzimmer? Ja. Ah, hier drin. Hier. Ach, guten Tag, Stay. Wie geht's Ihnen? Die Fingerabdruck. Hier auf der Tür, auf die du gerade aufgemacht hast. Fotografieren. Wer hat Kamera dabei? Und ein Tag. Mehmet. Memo. Mehmet, die Kamera da hinten hin tun. Ja? Du sollst nicht die ganze Zeit funken, du sollst quatschen, Junge. Ja, was denn? Wir sind alle in deinem Raum. Tu mal die Kamera hier hinten drauf. Mach mal hier hinten. Und, oh mein Gott. Nein, 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 nein. EMF auf 5. Ja, tot. Celebrity, was hat er hier? In nomine Patri et Spiritus Sancti. Jesus kommt vorbei. Wie leg ich dir ab? In Patri. Wie leg ich dir ab? Et Spiritus Sancti. Curtis, wie leg ich dir ab? Mann, mit 11 Junge oder so. Geh, keine Ahnung. Der muss aber doch die Fingerabdrücke fotografieren, oder? Boah, geh weg, komm. Aktivität war ganz kurz auf. Du musst mir nur sagen, wie ich die noch drehe. Linke Maustaste gedrückt halten. Dankeschön, jetzt weiß ich's auch. Kamera ist nicht an. Und wir fotografieren wir jetzt. Ist Kamera jetzt an? Ja. Die Fingerabdrücke? Die muss fotografieren. Hat keiner eine Kamera bei? Wie denn? Könnt ihr eure Lichter ausmachen, bitte? Oder rausgehen aus dem Raum? Ich geh kurz Kamera. Merkt ihr, wo der Ding raus. Ja. Streaming. Wir haben Minustemperatur hier oben, ne? Oh, 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 oh. Wohin willst du? Kurz eintragen. Ein Banshee haben. Welche Dings haben wir jetzt alle? Wie kommen wir hier rauna? Wir haben EMF5, Fingerabdruck und Minustemperaturen. Dann haben wir eine Banshee. Junge, wo ist die Treppe, Alter? Ich würde nochmal ein Bild von den Fingerabdrücken machen, ein Bild von dem Geist selber und keine Ahnung. Ja, wir haben keine Kamera, weil wir kommen. Ich gehe ihm Kamera holen. Einer muss mir den Fingerabdruck. Ja, mach ich. Hast du Kamera bei? Ja. Ja. Ja, wir brauchen ein Bild von dem Geist, ne? Wie hieß denn? Oh, oh. Ich muss hier raus kurz. Oh mein Gott, so! Ich muss hier raus! Robert Miller. Ich geh wieder rein. Ich bin ein Mann. Ja, alles klar, viel Glück. Ich liebe dich. Ja? Ja. Mila, ich komm. Robert Miller. Good luck, Inter. Oh mein Gott, verfickte Scheiße, ich fick meinen Arsch, Junge! Verpiss dich, Alter! Oh, verpiss dich, Junge! Ich hätte zwei Fotos. Halt's Maul! Lass die Tür auf, Junge! Oh. Mein Herz! Versteck dich. Oh mein Gott, der jagt! Oh mein Gott! Hallo? Geht's euch gut da drin? Oh oh. Nein, nicht. So
Geisterflackern immer. Der Geistjagd. Geht lange verdraußen. Und passiert dir nichts. Lass dich sterben, ist egal. Seid ihr noch da? Der jagt immer noch. Weil es ist ein Arm. Das ist nie das Arm einfach. Okay, der jagt. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Hallo? Hilfe! Komm raus! Wo bist du? Einer muss mich abholen, ich hab mich eingeschissen. Ich bin im Keller. Im Keller! Wo rennst du denn in den Keller? Ich bin hier. Ich auch! Hallo? Schnell raus hier, dieser Uwe. Komm raus! Ich fick deine Mutter, Alter. Steht der Wichser neben mir, der Bastard, ich fick den, Alter. Bild von seinem Hintern, ich schwöre. Oh mein Gott, mein Herz. Warum ist das heute so heftig, Mila? Warum ist das heute so heftig? Lach nicht, du blöde Kuh. Das war gestern nicht so. Okay. Habt ihr eingetragen? Das ist ein Banshee, ne? Banshee eingetragen. Ja, genau. Oh mein Gott, ich brauch kurz 5 Minuten. Ey, guck bitte Pause. Auf die Bilder. Guck bitte. Ja, guck wo sind die? Guck bitte einmal ins Journal auf die Bilder. Okay. Im Journal kannst du gucken. Ja, da sind halt, keine Bilder. Nee. Echt nicht? Aber ich hab welche gemacht. Das wird safe. Gleich, aber trotzdem nicht. Okay, wir können abhauen. Habt ihr eingetragen? Okay. Ready to go? Ja. Yep. Mich am Arsch, Alter, hat der mich gefickt. Der hat mich so gefickt, ey. Junge, steht der mit seinem nackten Arsch direkt neben mir, der Bastard. Wie hast du das denn überlebt? Weil ich weggerannt bin, Junge. Welcome back. $180. Wir haben aber leider keinen Knochen gefunden. Oh, ja, egal. Das war cool. Einer von euch muss gleich den Job aussuchen. Kurz Pause. Alter, mein Herz. Was müssen wir aussuchen? Ich muss mir erstmal was Erfreuliches angucken, damit ich wieder klarkomme. Fick mein Arsch, Junge. Das tust du nicht. Doch, ich muss, sonst komme ich nicht klar. Guck mal, wie ich hier hänge, Alter. Ich bitte dich. Ey, das war gestern nicht so heftig, ne? Alter, halt's Maul, Junge. Okay, ich bin wieder dran, Mimo. Immer nacheinander. Spielen wir 21. Ich will was das Bild sehen, Mila. Was machst du da? Bist du Bob Ross und bist am Malen, oder was? Nee, ich hab ein Bild davon gemacht. Schau Discord. Nee, der war nix. Schau in Discord. Oh. So. Straight sein Ass Fotografie. Ist das ne... Boah, leck mich ja. Ich glaube, der hat ganz lange gestreamt und sich nie gewaschen, so wie der aussieht. Der hat bestimmt 24-Stunden-Stream hinter sich. Halt's Maul, hat der mich gefickt. Junge, 4 Stück. Ich guck mir den Clip nicht an, ich erschreck mich wieder. Zeig mal ein Bild von dem Geisterte. Ah, du bist dran, Momo. Wie ihr könnt das sehen. Oh mein Gott, Alter. Ja. Achso. Geil. Maul. Ich glaube, das war der Max, ne? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Okay, ich bin gleich wieder da. Jo. Das Spiel ist lustig. Einfach in eine Wanne pissen. Ich schwöre dir bei Gott, der Mann, ich habe vorhin noch gesagt, das ist nicht gruselig. Weil wir haben das gestern gespielt mit dem Lucky und da ging gar nichts ab, Alter. Aber heute ist echt heftig. Ja. Geil, aber... Also es macht echt Spaß. Und stell mal vor, du spielst das im VR, ne? Da brichst du, glaube ich, weg. Ja, dann...
Weil du nicht sprinten kannst, deswegen. Ja, du kannst ich glaube, du rennst einfach in deinen eigenen Fernseher rein oder so, weil du dich so erschreckst. Oh ja. Mein Gott, mein Herz. Also ich kann einen Job auswählen, ich nehme jetzt extra schwer oder so einen Scheiß, ne? Ja, Profi. Mach mal gleich, warte, bis Bina wieder das. Ja, bei dem Profi, okay. Wenn du Anfängerdinger nimmst, hast du immer 5 Minuten, um den Raum zu finden, bevor überhaupt was passiert. Beim Profi-Ding kann die ganze Zeit was passieren, von Anfang an. Okay, das ist eigentlich viel spannender, ne? Oh, leck mich am Arsch, Alter. Ich hab keine Kippen mehr, ich schwöre. Ich muss die ganze Packung weg. Innerhalb von einer halben Stunde. Oh mein Gott. Aber das ist mit Voice noch krasser. Ich wollte euch gerade anfunken, als da drin abging. Aber ging gar nicht, habe ich gemerkt. Nee, ich stand zum Glück draußen. Du kannst einfach nur noch wegrennen, Alter. Ich hab das nicht mehr geschafft, meine Taschen... Wenn so einer kommt? Ja, wegrennen, du musst dich verstecken im Schrank oder so, da rennst halt weg. Ich hab das nicht mal hinbekommen, gerade meine Taschenlampe auszukriegen, weil meine Hand so gezittert hat, Alter. Aber du, das bringt nichts, sich in der Ecke zu stellen. Doch, du musst halt wegrennen und dich verstecken in der Ecke oder so. Aber es gibt auch Geister, die richtig schnell sind, ne? Da musst du dann in den Schrank rein oder so, am besten. Fick mein Leben. Boah, Alter. Mann. Stell mal vor, du bist in... Almas-Tür auf, steht der vor dir. Ja, das ist ja das... Ja, das passiert hier leider noch nicht. Das müssten die noch reinmachen. Du machst eine Tür auf, auf einmal kriegst du so einen Jumpscare. Und der Wichser steht vor dir. Boah, ich würde Spiel deinstallieren, glaube ich, einfach. Ehrlich, das ist... aber geil. Macht Spaß. Ist cool. Ja, der Mehmet hat auch Spaß. Endlich mal ein Spiel, wo er gut drin ist. Guck mal. Ja. Die 4 habe ich übrigens gemacht, ne? Die 4 habe übrigens ich gemacht. Die hat er noch nicht gemacht. Nicht ja, das ist was für dich, Mehmet, ne? Kobe Bryant, sein Vater. So, ich kann einen Job aussuchen. Profi nehmen wir, ne? Ja. Du kannst, glaube ich, noch gar nicht Profi aussuchen, oder? Gucken wir jetzt mal. Wer kannst du mal Job? Gucken, ob wir die Schule haben auf Profi? Da steht, Muss ich eine neue Lobby machen. Achso, dann Farmhouse, dann lass das Street, Street Roadhouse. Edgefield Street House oder Farmhouse oder. Ja, mach irgendwas. Ich muss Kippe rauchen. Okay, nimm mal. Schwierigkeit ist halt Anfänger, ne? Ja, ist normal. Okay, wählen. Ist gewählt. Okay, ihr könnt. Das glaube ich, jetzt schon fortgeschritten haben. Können wir bereit? Ne, wir müssen doch erstmal Sachen kaufen, oder? Ne, die kaufst du nur einmal, du verlierst die nur, wenn du stirbst. Ah. Ich muss da nichts drücken, oder, Bruder? Ne, du musst gleich nur bereiten. Macht ihr, ne? Okay. Soll ich Salz kaufen? Brauchen wir noch nicht. Haben wir aber schon. Audiosensor, Sanity-Pillen, Thermometer, Infrarot-Lichtsensor, krass. Parabolmikrofon, Knicklicht. Okay. Also ich hätte schon Bock, da immer mitzuspielen mit Leuten aus dem Chat, Alter. Ich brauch so richtige Schisshasen, die sich gar nicht trauen, in das Haus reinzugehen. Du stehst doch eh nur alle vor, dann. Ich hab extra die 31 gelassen. Du hast eine andere Punktzahl wie ich. Bei mir steht 9. Ach so. Könntest du, Bruder, mach noch auf bereit. Ach so. Ich glaube, der ist noch nicht bereit, wenn der hier rumläuft. Doch, jetzt. Doch, ich bin ready, let's go. So, Start. Oh, bei, here we go again. Oh, ey, shit. Milas PC regt mich so auf. Ach, du bist da schon daher. So, die ist da schon. Hast du eine neue Festplatte oder was? Bruder. Was soll denn das? Immer dieses Geflame wegen meinem PC. Lass mein Gameboy in Ruhe. Ruhe. So. So, das ist die Linda Martin, die hässliche. Linda. Foto, ich hab Kamera Fotos? Dabei. Ich nehm Räucherstäbchen noch mit. Nur auf Personen, die alleine sind. Ich hab auch eine Kamera. Soll ich die andere Kamera dann hier lassen? Ja, kannst du. Ne, die eine Kamera, die schwarze, nimmst mit. Wir brauchen eine Bewegungssensor. Mit der, die ich habe, die silberne, mit der macht man Fotos. Mit der, die du hast, ist eine Videokamera. Für den Computer. Okay, und ich hab diese Box dabei. Diese schwarze. Die, wo ich jetzt drin habe. Das Radio, ich hab den Bewegungssensor. Okay. Das Radio, damit muss jemand alleine im Geisterraum bleiben, ne? Korrekt, Memo hat das. Du hast das Radio, Junge. Ich hab den Bewegungssensor. Ja,
Nein, der Memo kann das dann. Denk dran, die antwortet nur auf Dings, alleine, ne? Ich hab schon wieder den Namen vergessen, guck schnell. Linda Martin. Könnt ihr mir sagen, wo ihr seid? Unten, Kaminzimmer. Okay. Oh mein Gott. Boah, diese Toiletten. Wer atmet da? Wer hat da so geatmet? Wer hat richtig krass geatmet gerade? Keiner. Linda? Halt die Schnauze, Junge. Linda. Okay, sie ist hier, bei mir. Ich möchte das aber nicht. Mach auf. Mach ein Foto! No mini battery at Vito Sandy! No mini battery! Warte, ich muss einen Bewegungssensor dran machen. Et Felito Santi, Jesus ist mit euch. Also hinter uns ist die Tür zugegangen, ne? Aber es ist nicht kalt hier. Die Tür, die Tür, die Tür. Welche Tür? Da hinten die. Linda, komm rein. Komm. Es ist halt überhaupt nicht kalt. Ich geh nochmal hoch. Ja, komm, wir gehen einfach mal alle hoch. Ja, ja. Lass Händchen halten, bitte. Ja. Du atmest so dämmer ins Maul. Bitte? Gib mir ein Zeichen. Ach, guck mal, der Max mit seiner Mama. Und der Oma. Wartet! Oh mein Gott. Ja, alle ein Scheiße. Kacke machen, Linda. Hallo, Linda, bist du hier? Du kannst das Gerät übrigens ausmachen, Mehmet, ne? Die antwortet nicht, nur wenn du alleine hier bist damit. Ach so, ich rede die ganze Zeit. Ja, okay, nirgendwo ist kalt, dann lass wieder runtergehen, da willst du da. Boah, ich muss drülpsen, sorry. Hat einer das Buch bei? Also ich nicht. Ja, ich geh das kurz holen. Oh, Telefon! Wo ist das? Hallo? McDonald's, Ihre Bestellung bitte? Wo waren das? Hier. Hier drüben. Wie geht man da ran? Stell mal bitte die Kamera auf. In dem Raum. Mehmet. Mach ich. Der Raum ist übrigens richtig. Der mit den Dings hat geklappt, ne, Räucherstäbchen. Wir brauchen noch ein Foto von der. Mila, hast du eine Kamera bei? Mila? Ja, dann nehme ich eine Kamera jetzt gleich noch mit. Ich habe eine aufgestellt hier. Nein, die ist nicht an. Mach die an. Okay, die war an. Du hast sie wieder ausgemacht. Lass liegen. So? Ja, und halt nicht deinen Schwanz in die Kamera, bitte. Ich muss green. Und mach mal die Dings aus eben. Sind noch keine Geister-Orbs. Ja, ja, ich rede jetzt mit der alleine. Wie hieß sie? Linda? Linda Martin. Linda Martin, okay. Hat einer Bewegungssensor bei? Ja, ist schon aufgestellt. Check, ich komm wieder. Lass vom Haus treffen.
Der Idiot macht die ganze Zeit die Tür zu. Mach ich gar nicht, lass mich. Was ist denn los, Junge, Alter? Wie kannst du überhaupt überleben, Mehmet? Raus da. Was denn, Bruder? Gar nichts gemacht? Haben wir schon irgendwelche Hinweise jetzt? Nö, ne? Nee. Lass dir warten. Ja, es ist eine Frau. Mila? Ja, könnt ihr das Geisterbuch holen? Ich hab das. Okay, ich komm mit. Du bist unten, ne? Ja, ja, ich zeig dir den Weg. War das nicht hier hinten wieder? Da hinten rechts, genau. Halt's Maul, da ist keiner. Da hinten hier, rechts, hier. Genau, und er rennt weg. Du Missgeburt. Halt's Maul. Hier rechts, du Schisser. Hallo Linda, ich bin der Mehmet. Wo willst du das hin haben? Hier? Ich habe noch keine Antwort. Ja, mach mal. Das ist eine alte Frau, die hat Rückenprobleme. Ich geh dann mal. Ja, hau mal ab. Ja, sollen wir dich alleine lassen? Ja, lass mich ruhig alleine. Ja, dann kommt raus. Kommt, Freunde. Die hat Nerven, Alter. Ich glaube, die steht auf so einen Scheiß. Junge, ich bin so schwitzend, ne? Seid uns ruhig alleine raus, ja. Wir müssen gucken eben auf dem Monitor wegen Geisterorbs. Ja genau, lass auf den Monitor gucken, das hört sich gut an. Halt's Maul, Junge. Die steht halt genau vor dem Bewegungsmelder. Echt jetzt? Mila, du stehst vor dem Bewegungsmelder. Richtig. Gut. Du schaffst das schon. Sieht gut aus. Seht ihr irgendwelche Orbs? Nein. Okay. Ja, ruf die mal. Tu ich schon die ganze Zeit. Linda Martin, komm, wir spielen. Wir haben echt kleine Schwänze, dass wir hier im Ding hängen und die Frau ist alleine. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Linda hat mehr Angst vor der. Die war doch gerade vom Fenster, Alter. Da ist jemand vom Fenster. Das Memo ist am. Und ich frag mich schon, wo ist der schon wieder, der Pisser, Alter? Da ist ja irgendwie keine Antwort. Nee. Ich glaube, die Linda hat mehr Angst vor der Mila als andersrum. Vielleicht hat die den Raum gewechselt. Vielleicht ist sie in dem Raum davor. Okay, wir kommen wieder. Let's go, Jungs. Beziehungsweise das Schlafzimmer hier daneben. Ja, das meine ich nämlich auch. Ich glaube, ich schaffe das doch allein. Ja. Hey, warte mal. Es sind noch erst 5 Minuten. Glaub, müssen wir erst umgehen, ne? Ich glaube, einfach mal mit der Box so ein bisschen rum und Quatsch mit dir. Das ist ein Anfängermodus. Ja, wir sind jetzt wieder drinne. Was war das? Ja, was war das wohl? Ich geh da nicht rein, komm mit der immer. Komm bitte. Okay, ich muss ein Ich komm nur kurz Bewegungsmelder holen. Oh. Ups. Hat einer den Thermos. Nimm mal die Dings mit, Mehmet. Da unten das Gelbe. Und nimm das in die Hand. Was hat die gesagt? Okay. I. Was beleidigend ist auf irgendeine Art und Weise, aber ich nehme das hin. Hast du das also angemacht, Mehmet? Du musst gucken, ob wir Minustemperaturen haben, ne? Ja, 117. Das nach oben? Oh. Ja, kann einer mit einer Lampe. Das Buch, bitte? Du musst T drücken. Wohin damit? Mach mal hier auf. Jetzt irgendwo hier so geantwortet.
Also mache ich meinen Bewegungsmelder hier dran, ja? Hallo? Hallo? Bleibst du gerade eine Tür auf? Kamera, ist die hier aufgestellt? Nein. Wo ist die Kamera? Stell die doch hier auf den Tisch. Wer hat die denn? Mila muss wieder alleine gehen, ich geh mit. Gadi. Sag mal, hat gerade jemand hinter mir die Tür zugemacht? Ja, du. Ja. Nein. Ist das Charlie Chaplin? Noch keinen Knochen gefunden? Oh, oh. Die Lichter flackern. Oh, die jagt die Hure. Die oben? Oh mein Gott! Ich hab die fotografiert! Die kommt zu dir! Ich hasse das Licht! Das Mann, ist schon wieder ich, Alter! Nein! Och, Manu! Ich hab die fotografiert, die Nutte, die ist da ganz hinten! Oh mein Gott, die hat eine Sense! Ja, geh, komm! Du Nutte! Die geht hier hin! Warum geht sie hier? Warum gehst du hier hin, Bitch? Demba ist tot, ne? Okay. Ja, Demba ist sie jetzt tot. In den Raum gegangen? Ja. Oh, die hat wieder geantwortet, aber wieder. Ne, die jagt nicht. Ist alles gut. Die hat eine verkackte Sichel in der Hand gehabt, die Nutte, Alter. Müssen wir eigentlich was eintragen? Noch nicht. Okay. Die hat doch nicht ins Buch geschrieben. Ich guck nochmal wegen Geister, ob's. Die hat schon wieder geantwortet. Oh, oh. Oh, oh, das Licht plackert. Ich glaube, die jagt jetzt wieder. Ich gucke wie ein Geisterobs. Ich habe immer noch keinen Hinweis, Alter. Wir haben nur Box. Was haben wir jetzt nur? Nur die Geisterbox. Ja, die ist immer noch nicht durch den Bewegungssensor gelaufen. Ich gehe rein und mach das Licht aus. Ja, wir müssen den Bewegungssensor jetzt da auf. Ja, der ist aufgestellt. Mila, du hast 21 Serenity nur noch, ne? 17, komm mal lieber zurück. Lustig. Ich will nur eben das Licht ausmachen. Komm zurück. Du blöde Kuh. Was denn? Ich hab der Igel gemacht. Brauche ich dieses Teil hier noch? Welches? Dieses MPMS-Ding da? Nee, ja. Ne? Hatten wir Minus gerade, als die aufgetaucht ist? Nein. Hatten wir nicht? Ich behalte sie noch. Da blinkt, da war ein Geisterorb rechts. Nee, das war nur so eine Wolke. Hä, was soll denn das sonst sein? Keine Ahnung, was das war, aber das zählt doch nicht als Ohr. Orb sind diese Glühwürmchen. Oder zählt das als Orb? Ja, warte, lass mal gucken kurz. Das ist schwierig jetzt. Die hatte eine Sichel in der Hand, ne? Die wollte den Rücken rasieren, Mila. Das war eine Orb. 100 Pro war das eine Orb. Was soll das denn sonst sein? Da, schon wieder, siehst du? Orb. Naja, jetzt habe ich es nicht gesehen. Aber okay. Poltergeist oder ein Djinn oder eine Mare, scheiße.
Habt ihr schon was reingemacht? Nee, ne? Ich lese mich mal eben schlau. Ne Mare, wir hatten keine Gefriertemperaturen, ne? Hatten wir EMF-Level über 5? Nein, da war die ganze Zeit bei 0,9 irgendwas. Nee, EMF. Okay. Haben wir jetzt nach Fingerabdrücken schon gesucht? Nein, ne? Ah, stimmt, das könnten wir machen. Dann könnte halt nämlich ein Poltergeist sein. Ich nehme mal eben Sanity Pen. Wir haben ja einige davon. Lass nochmal nach Fingerabdrücke gucken dann. Okay. Was bringt denn das Kreuz? Ich hab eins mitgenommen. Wenn der Geist dich angreift, kann sein, dass du dich dagegen schützen kannst dann, wenn du das in der Hand hast. Wer hat denn das EMF? Ja, das ist das gut... Das hab ich, glaube ich, noch im Raum liegen. Oh mein Gott. Ich brauch schon wieder eine Kippe. Ich bin so weit von gestresst, Alter. Mila, wie heißt das Teil, was ich in der Hand hab? Das ist ein Temperaturmesser, Mehmet. Willkommen in Deutschland. Guck mal, ob du Fieber hast. Ich nicht so gut Deutsch. Ja, ihre Merkel. Oh mein Fick, deine Mutti, Alter. Ich schwöre bei Gott, als Maul, Alter. Egal. Mila! Ja, bin hier. Vielleicht hatte der Dämmer das. Wer ist das die ganze Zeit, ey? Das ist eine Oma und kein Mann, aber das ist ein männliches Atem. Vielleicht beides. Ja, vielleicht bist du das, Mann. Nein, bei Gott? Ja, gut. Das ist jetzt blöd, das ist... Ich hab das E-Mail. Hast du? Ich meine, ich habe das Licht angemacht und die hat erst dann angefangen zu jagen. Und das ist eine Eigenschaft von irgendeinem Geist. Weiter? Was? Ja. Hallo? Was nochmal? Habt ihr mir zugehört? Die Eigenschaft von irgendeinem bestimmten Geist ist anzugreifen, wenn Licht da ist. Ich habe das Licht angemacht und sie hat angefangen zu jagen. Ich habe hier diese Lampe angemacht. Da hinten liegt irgendwas auf dem Boden. Was ist das weiße Tuch? Warte eben. Nö, ich finde nichts. Ey, die Fresse, du Hure! Hast du Fingerabdrücke? Ja, ich hab das Ding gar nicht. Dafür, ja. Ich hab nur das EMF. Wo ist denn das Ding für die Fingerabdrücke? Keine Ahnung. Was ist denn das Weiße da auf dem Boden, Mila? Das ist Salz. Ja, wir haben verkackt, wenn wir das nicht finden, aber ne? Dafür macht ihr mir zu viel zu wenig. Oh, ins Buch geschrieben. Oh, dann haben wir. Was für Hinweise hatten? Komm mal, lass mal raus. Ich hab keinen Bock mehr hier. Was für Hinweise hatten wir denn? Das war kein Geisterorb. Das war kein Geisterorb. War kein Geisterorb? Weil wenn du Geisterorb mit einbringst, dann kommt da nichts. Dann war das kein Orb. Ja, aber was werden wir noch testen? Spirit, Dämon oder Oni? Ich will jetzt gucken, ob einer davon ein Licht jagt. Was willst du gucken? Ob einer von denen ein Licht jagt.
Jungs, warum macht ihr Backseat Gaming, Alter? Habt ihr irgendwie ein halbes Gehirn nur? Was ist mit euch? Macht doch einfach nur Emote-Chat. Wenn ich stressen. Was soll denn das Backseat Gaming im Chat? Hallo? Alter Schwede. Lass uns doch spielen. Also das Gerät für Fingerabdrücke haben wir nicht, ne? Mehmet, hast du das vielleicht bei? Nein, ich habe nur Temperatur und Kreuz. Kruzifix, Junge. Ich guck nochmal. Okay, nee, davon steht dann. Was für ein Gerät? Weißt du da was auf Boden ist? Oh. Wir haben, der ist einer Bewegungsmelder ausgeschlagen. Ja, die ist da durch den Bewegungsmelder gelaufen. Der Geist gerade. Ich geh mal nach hier schauen. Ja, ich hab da ist schon wieder einer Bewegungsmelder. Pass auf, Mehmet. Die Nutte ist in dem Raum drinne. Ich hab die Taschenlampe für Fingerabdrücke. Wir gehen da jetzt rein und suchen Fingerabdrücke. Genau. Warte. Memo, deine Sanity solltest du nochmal eben. Ach ja, stimmt, hab ich vergessen. Ziemlich tief. Aber, wäre gut, das nochmal zu checken. Schon wieder. Mhm. Oh, Mehmet, ja, schluck Pillen, schnell. Du solltest auf jeden Fall was nehmen. Und wir, ja, wir müssen zusehen, wie wir klarkommen. Wir haben da noch eine. Warum kann ich keine nehmen? Du musst halt anders wegwerfen. Okay. Taschenlampe hast du? Ja, geh mal rein. Ja. Ja. Was denn? It's small. Okay, schau an Tür. Oh mein Gott. Und Telefon kannst du auch checken. Hilfe! Von dem Ding. Maul! Okay, jetzt musst du Angst haben. Da hinten ist sie. Du Hure, die rennt gegen die Tür, die ist dumm. Okay, der kommt. No mini battery et filito sandi. Jesus möge dich in die Hölle zurückbeschwören, du Nutte. Oh mein Gott! Oh nein! Fick deine Mutter, Alter! Wir haben Curtis verloren. Oh mein Gott, wo bist du? Das ist ein bisschen scheiße. Hä, wo ist die Taschenlampe? Ach da. Ist sie weg? Hallo. Ah, ich sehe Denver. Wir haben Fingerabdrücke. Sauber. Wir haben Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, Freunde. Wir haben Fingerabdrücke. Spirit. Ist ein Spirit.
Haben wir ja alle Beweise jetzt. Alter, leckt mich am Arsch, Junge. Das wäre geil, wenn man als Geist noch jetzt Gegenstände rumwerfen könnte und so. Um die Leute zu ficken halt. Demba? Hoffentlich könnt ihr alle nicht schlafen. Ihr müsst das mal spielen mit Kopfhörer, Alter. Dieser Sound in dem Spiel, in dem Haus ist so bedrückend, ne? Was? Hat die nicht in Dings reingeschrieben? Ich hoffe, dass das Spirit war. Welcome back. Ah, boah, 200 Hallo? Dollar. Hallo? Oh, scheiße, vergessen. Ein auf, das war Anfänger, ey, ist klar, mich im Alter. Arsch, Junge, Alter. Krass. Also, man hört mich jetzt wieder, ja? Ja, ja, hat die Missgeburt mich gefickt. Alter. Hallo? Ja, war hallo. Dein erster Tag? Ja, war richtig ekelhaft. Ist gar nicht so schlimm, ne? Aber cool, oder wie die Körper da vom Boden, vom Boden, von der Also Decke merken, hängen, Geister mögen das nicht, wenn man die beleidigt, immer. Ne, bei Zoe. Das war cool. Du hast deine Taschenlampen verloren, mehr hattest du nicht mit, ne? Ne, ne. Und einen Serenity-Kapseling. Aber wir haben gerade über 200 Dollar dafür bekommen, das MP. Memme, was ist? Räumst du auf, oder was? Das war eine Anfängermission, ne? Ja, oh. Also ich fand das ganz... Diesmal okay, war ein bisschen schwieriger. Ich kann wieder einen Profijob machen. Boah, aber sag mir bitte nicht die Schule. Wann muss ich was eintippen oder auswählen? Oh nein, oder ich kann doch nur fortgeschritten, aber das ist die Schule. Ja, dann machen wir, egal. Mach mal die ja, Schule, letzter bitte. Kick. Letzter Kick vom Schlafen gehen, damit ich auch gar nicht schlafen gehe. Ja. Ich muss pinkeln, ich trau mich nicht. Kommst du mit? Ich würde am liebsten schon wieder in den Rauch, oder? Ich schwöre, mein Gott. Ja, dann mach, ich geh kurz kacken. Geh, ich geh schnell. Okay, ich bin kurz weg. Ja. Oh mein Gott. Warum spiele ich das? Weil das Spaß macht. Warum höre ich meinen Stream? Bitte Sanity Willen, die sind sehr wichtig da. Warum höre ich meinen Stream? Ich glaube, ich kann auch was. Hallo? 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 Ja, Mehmet wieder, Metagaming, Alter. Ich kann auch was kaufen, ich glaube, ich habe Geld. Ganz viel. Räucherstäbchen, warte, kaufen. Ich habe 4 gute Taschenlampen verloren, Mann. Soll ich auch ein paar Pillen kaufen? Kannst du machen. Wir können bis zu 4 mitnehmen, wir haben jetzt... So, Level 5, lol. Wie viele Sanity-Pillen haben wir? Wir haben 2 jetzt drin. Dann kaufe ich auch nochmal 2. Ok. Braucht man noch irgendwas? Schlaf gut, Senses. Also ich hab nochmal eine Geisterbox reingetan, weil wir uns am besten trennen. Alle. Jeder einzeln. Warte mal. Wie trennen uns? Ja. Ja, die Schule ist riesig. Jeder einzeln. Nee, wir laufen nicht einzeln rum, das kannst du vergessen. Ich würde sagen, einer geht rechter Flügel, einer linken Flügel, einer oben rechter Flügel, einer oben, oben linker Flügel. So. Hat jetzt deine Taschenlampen gekauft, oder was? Ich habe 4 Taschenlampen gekauft. Ja, ich habe auch gerade 4 gekauft, du Dummkopf. Ja, dann pack halt 2 von dir rein, dann verliere ich nur 2. Ja, mach, raus. Hab ich. Knicklicht ist eh und in. Okay, ja. Boah, Alter. Ich komme. Ach, Alter Schwede. Hallo. Aber ich glaube, wir machen da doch mit dem Aufteilen. Ich glaube, das ist mal eine Mutprobe. Was? Ich würde schon immer so einen Audiosensor auch benutzen, aber ich glaube, das ist eigentlich useless und Geldverschwendung. Das ist gar nicht so wichtig. Scheiß drauf, ich verliere genug diese Runde.
Kann sein, dass ich ein bisschen länger lade jetzt. Scheiße. Ja, lass nur mal kurz eine Minute chillen, bitte. Okay, ja. Eine Kippe drehen kurz. Oder drei. Ey, du bist ums Verrecken so laut, Bruder. Ja, Mann. Ich hab's jetzt auch am sechsten Mal verstanden. Aber ich kann nichts dran ändern. Und du schmatzt mir ins Ohr, gleich boxt dich weg. Ja. Ich bin der Schmatzegeist. Ich tue einfach Mikrofon ein bisschen weiter weg. Das ist Trick. Krieg die Idioten an, Alter. Ja, der Mehmet kann den aber nicht hier runter regeln, nur im Spiel selber. Ja, ja, genau. Wir machen jetzt das schwierigste Level quasi, ne? Die Schule ist extrem groß. Oh, fuck. Alle Juni? Johnny, willst du spielen, Bruder? Komm, ja, spiel du mit denen, alles gut. Ja, ja, Bruder. Was ist ein Asylum? Mila, was ist Asylum? Asylum ist nicht so schlimm, finde ich. Ist eine kleinere Map als die von Highschool, glaube ich. Warte. Ja, alles gut, Bruder, du kannst auch zocken, dann schaue ich ein bisschen zu. Sicher. Schlaf gut, Wizard. Wir starten gleich wieder. Unos Momentos. Demba, kommst du klar? Ich hab grad Tabak eingeatmet, ja, das Alter. Hab ich gehört, Junge. Ihr 300 Körbe. Gut, Schluck trinken, alle. Oh mein Gott. Was ist mit dem Johnny? Will er mitzocken oder was? Ja, ich habe ihm angeboten, dass er mitspielt, kurz, also wenn er Bock hat, aber er hat gesagt, nee, spiel du. Aber ich habe ihm gesagt, spiel für mich ein bisschen. Würde ich ein bisschen zugucken, ist ja nicht schlimm. Ja, dann soll er da weg. Schnupftabak, Alter. Johnny. Johnny, komm. Du ein bisschen spielen, Bruder. Ach, spielt ihr ruhig, alles gut. Nein, ich habe da schon 4 Runden gespielt. Willst du denn mitspielen, Johnny? Ja, ich kann 1-2 Runden mitmachen. Ja, dann komm. Wenn man wieder übernehmen würde, wäre okay. Alles gut, Bruder. Alles gut, Bruder. Komm rein. Mit Platte macht auch Bock zu zocken, weil der hat richtig Schiss, Alter. Warum ist jetzt Demba raus? Demba hat sich, glaube ich, versteckt im Dings. Oder ist das Mila? Nee, ich bin da. Mach auf, biss dich. Weil der steht nicht mehr auf der Tafel, deswegen. Ist wie damals in der Schule. Nein! So, da bin ich wieder. Hallo? Ja, hallo? Okay, okay. Der Mehmet geht raus und dann kommt Johnny. Okay. Du kannst übrigens deinen Avatar ändern an dem Board unten links, ne? Da steht ändern. Oh, dann geil. Dann bist kein Grill. Jetzt kommen die Rodman-Cousins wieder. Hallo. Was ist das denn? Ach, noch ein Rodman-Cousin. Du bist immer nur eine Frau, Johnny. Oder? Hä? Das ändert sich gleich. Alles gut, alles gut. Ah, okay. Hallo, Juni? Hallo, Juni? Ja. Wir machen jetzt Profi Highschool, ne? Ja. Hast du auch Angst, Johnny? Oh, du hast sehr gute Zähne, Johnny. Du hast überhaupt gar keine Dings. Keine Löcher. Immer schön geputzt, sieht gut aus. Augen sehen auch gut aus, die Augäpfel. Was ist hier los hier? Wir gehen Geister her. Ein paar Sachen hinzugefügt. Oh, du hast Ach so, schöne warte, lass mich mal bei dir gucken.
Ja, geht nicht, du bist zu klein. Und das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Basketball. Ich war das nicht, ich war das nicht. Mach danke. Johnny, fügst du auch noch ein paar Sachen hinzu, die wir nicht haben? Habe ich schon. Okay, dann können wir starten, meinetwegen. Okay. Okay, hab keine Angst. Okay, let's go. Oh, das sieht aber komisch aus links, Alter. Da fehlt nur noch eine Couch. Okay, Spiel abgeraucht. Hallo? Hallo? Oh, geht doch. Hallo, Rod, mein Cousin. Hi. Hi. Nicht snuffen, snuff nie. Snie, snarre, snee, 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 snee. Also, ich konnte heute nicht schlafen. Ich bin mal gespannt. Was spielen wir jetzt? Ist das wie Dingens? Highschooler fortgeschritten. Ja, guck mal die Map an, Alter. Schule? Ja, ja. Ja. Hallo? 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 Hört mich jemand? Hallo, Genie? Ja. Hallo? Hallo? Ja, wir hören dich. Hallo, Genie? Hört ihr mich? Hallo? Ich glaube, der muss Spiel neu starten. Ja, wir hören dich. Bist du am Pissen, Junge? Nee, ich in die Hose, ja. Johnny? Hallo, Ginny? Der hört uns nicht. Dann müssen wir nochmal neu starten, glaube ich. Alle. Hallo? 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 Hallo, wir hören dich. Aber der hört uns nicht. Ist der dumm oder was? Der hört uns nicht. Wir warten jetzt einfach mal auf die dritte oder vierte Person und dann gucken wir, ob der... Ja, Mila kann. Wieder mit ihrem Pentium 4. Hallo? Genie? Johnny hört uns nicht. Okay, könnt ihr nochmal reden? Hallo? Also nee. Mila, dich höre ich. Okay, mich hört er, aber euch irgendwie nicht. Aber hörst du uns? Hä? Mich hör euch. Okay. Tja, dann machen wir da ja, trotzdem so. Ich wohl mit Johnny, ne? Nee, hallo? Der Typ heißt George Robertson. Wieder dreckiges Wasser, Alter. Mit einem Kruzifix so. Antwortet nur auf Personen, die alleine sind. Ja, viel Spaß. Wir können hier schon mal auf den Kameras gucken, ob wir einen Flur besser zu sehen. Hallo? Gar nicht. Hallo? Warum machen wir das nicht so? Mila mutet sich in Teamspeak komplett und Dembo und ich entmuten uns. Hat jemand eine Geisterbox mit? Johnny? Johnny? Ja? Ich habe mich im Teamspeak entmutet. Die okay. Mila muss sich muten im Teamspeak komplett, hat die keinen Sound hört. Und Dämmer ja, muss sich noch entmuten. Wenn mein Funk ausfällt, dann bin ja. ich am Arsch. Dämmer im Teamspeak entmuten. Und ihr könnt euch hören. Achso, SO entmuten. Ja, und ich warte mal. Und ich mute dich, so. Dann können wir mit Johnny quatschen. So, jetzt hört ihr mich, ne? Ja. Ja. Okay, sehr gut. Ausgetrickst. Habt ihr eine Geisterbox dabei? Nein. Licht am ich Boden. Ich hab Kamera kurz, die fixen, so. Brauchst du einen Bewegungsmelder? Nein. Nee. Temperatur? Das ist erstmal den Raum finden. Ich habe jetzt auch nochmal dieses, dieses Temperaturding mitgenommen, dann können wir uns aufteilen. Nein, nein. Wer ist in mein Team? Wer will mit mir kommen? Ich gehe mit Johnny. Mila, warte! Hab Angst. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Einmal rein, bitte. Okay. Oh. Bücherei! Zauberei für Hogwarts! Kunst, ja! Gut viel hier! Super! Ja, schrei nur lauter, Bruder. Ja! Aua. Oh, es tut mir leid, ich wollte nicht schreien, ich wollte Geist verjagen, tut mir leid. Warte!
Oma! Komm, gehen wir zu. Ja. Hier ist alles gut. Okay. Die schreien voll laut, die machen bestimmt Kussi Kussi. Wenn sie die knutschen? Ja. Geil, ich würde da gern zugucken. Das sieht aus wie ein Schwanz! Sollen wir eine Kamera da hinstellen? Johnny, hier waren wir gerade. Nur doch nicht. Nee. Guten Morgen, liebe Sula! Bescheid sagen, ne? Ja. Johnny! In draußen, komm denn hier! Ja! Hier ist ein Appenzo. Ja. Aber ich glaube, hier ist auch gut. Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschrocken, Junge. Warum haben Sie erschrocken? Weil ein verfickter Schatten war. Oh, was passiert hier? Was steht hier? Wette Flur. Coaching. Wo ist hier ein Couch? Oh, der Smoker war hier. Added Gabe, Hashtag 33 bei Discord. Johnny? Ja. Wo bist du da? Küss den doch, Mila, küss den doch. Aber soll ich was sagen? Hä? Was sagst du? Küsst euch doch. Meistens das Pärchen, meistens, ne? Die haben das Klo nur noch nicht gefunden. Wie heißt der Geist nochmal? Weiß ich nicht mehr. Okay, ich hab Johnny verloren. Robinson oder so. Johnny? Robert Robinson. Hallo? Da hinten. Ich bin auch gut hier, komm. Wie hieß der Geist? Ich glaube Robinson oder so. Warum merkt sich nie einer den Namen? Ich am Anfang denke ich mir immer, jawohl, ich hab den Namen und dann vergesse ich auch immer. Da liegt eine Serre. Man muss aufpassen. Messer, Gabel, Schere nicht. Ist für kleine Kinder nicht. Ja. Warum funkst du die ganze Zeit, Idiot? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung? Okay, wir können gehen hier. Alles gut. Oh, diese Pflanze sieht noch gut aus. Was? Kann man retten, diese Pflanze. Ich habe grünen Daumen, damit geht alles. Funke. Ruhe, Memo. Ja, ich wette, der ist in der Sporthalle gestorben. Ja, der ist umgeknickt, der Wichser. Ist das der Knigger? Immer noch nicht kalt? Nee. Habt ihr schon was gefunden? Noch gar nicht. Kann sein, dass der dann oben ist, ne? Ja, ich würde auch jetzt hochgehen. Was? Komm, wir gehen da drüben noch einmal in den Raum. Na, jetzt sind wir zu dritt. Gute Foto. Hab ich Schnute gemacht? Immer Schnute. Ich kann da einmal bitte Kind kraulen. Dann geht Schnute. Mila hat Nerven aus Stahl, Alter. Nix. Boah, ist das bedrückend.
Oh, Minusgrade hier. Minusgrade. Ja, Minusgrade hier. Bei mir sind Minusgrade. Oh, wo seid ihr? Wenn die Treppe hochgehst rechts. Wir haben den Raum gefunden. In nomine Patri et Spiritus Sancti, Jesus ist hier, um dich zu reinigen. Was habt ihr alles dabei? Denver hatte das. Ich hab ein Kruzifix. Das hatte ich ihm gegeben. Taschenlampe und Bildings. Okay, dann müssen wir jetzt zurück. Ne, wir kommen alle mit. Komm mit. Hat keiner die Kamera bei? Nee. Halt's Maul, da waren Schritte, Alter. Aber wo ist der denn bei den Bossen verloren? Weil dann müsste der Ameno! Kann der wiederkommen? Nee. Dann haben wir ein Problem. Ja, du bist lost. Was suchen wir? Wohin gehen wir? Eigentlich wollte ich jetzt gerade... Ja, wir gehen jetzt zum suchen, weil der hat einen EMF-Reader dabei gehabt, ne? Haben wir nicht noch einen Zug? Ja, Bruder. Ne, ich glaube nicht. Ich habe nur einen gesehen da. Okay, dann pass auf, dann geht ihr zum Truck und ich suche weiter. Wir haben den Raum da gefunden, oder was willst du suchen? Irgendwo. Ja, das EMF trotzdem, suchen. Wir brauchen ja trotzdem noch die Sachen, um herauszufinden, welcher Geist das ist, weißt du? In nomine Patri. Warum gehen wir zwei Typen? Ja, ja. Warum gehen wir zwei Typen raus und ist das Mädchen alleine? Soll ich da sterben? Er geht hier bitte zur Schule, Alter. Sieht aus wie Irrenanstalt. Die Frage ist, brauchen wir jetzt überhaupt... wir brauchen auf jeden Fall ein Foto. Brauchen ein Foto? 44, 45 und 47 haben wir. Waschbecken. Okay, pass auf. Warte. Ich hab Kamera bei. Und ein Kruzifix. Hast du gehört? Ich hab Kruzifix und Kamera bei. Ja, hab ich gehört. Könnt ihr Kamera, also Videokamera und Buch und Fingerabdruck? Also, Kruzifix haben wir mit, Kamera haben wir mit, jetzt habe ich noch ein Geisterbuch und eine Box mit. Ich habe nur eine Fotokamera, ne? Oh, pass auf, der jagt. Du hast auch Kruzifix. Ja, der ist am Jagen, ne? Scheiße, Mila! Da war die, da war die. Das ist hier Kopfkamera. Ja, ja. Du kannst dir auch mal eine anziehen, da hängt noch eine, links. Hier vorne links. Da war der, da war der. Der war im Flur. Die ist tot. Bruder, wir sind am Arsch. Mila? Da ist die. Oh mein Gott. Mila, du kannst wieder funken. Mila, wir kommen. Dabei, ne? Was sagst du? Kruzifix hast du auch dabei, ne? Kruzifix habe ich dabei, und aber nur Video, Fotokamera, ne? Ja, ja, reicht jetzt, ne? Der war im Flur, der Bastard, ne? Ja, kann sein, der wandern. Hallo? Oh, 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 nein! Johnny! Johnny! Ich kann nichts machen! Johnny! Mach schnell Schnute! Oh! Könnt ihr funken? Ich geh da jetzt nicht rein, Alter. Oder doch? Ich bin kein Angsthase. Los, du kannst das. Los! Der Machete, das ist von Wilson, Alter. Was ist das?
Ich schwöre dir, der hat eine Machete. Wo ist der? Das ist Manuelsen, Alter. Komm, das keine Angst, Bruder. Keine Schwäche zeigen. Manuelsen, wer ist das? Der kam hier langgelaufen. Ne? Wo ist der langgelaufen? Ja, und am besten noch eine Videokamera. Am besten noch eine Videokamera. Ey, Junge, der ist hier langgelaufen. Hier, wo wir stehen. Mit Machete kam der mir hinterher wie Manuelsen. Der wollte NRW zumachen, Bruder. Heute Schule zu. Wo war denn der Raum? Oben, hoch, ne, rechts, oder? Oben. Ja, aber der ist doch gar nicht mehr da jetzt. Ja, aber der kann wieder hochgelaufen sein. Alles gut. Der Huhn. Also nicht Manuelsen, der Geist. Ich mag den jungen M. Biller. Manuelsen, wir kommen in Frieden. Wir mögen Bushido nicht, alles gut. Nein, keine Videokamera ist mit. Ah doch, hier haben wir Videokamera, alles gut. In nomine Patri et Filii Sancti. Ich reinige diesen Raum mit meinem Kruzifix. Bitte gib uns ein Zeichen. Okay, wir sind oben. Guck mal kurz nach. Oh, 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 nein, 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 bitte nicht, lieber Gott, bitte nicht. Du Hurensohn. Johnny? Ich muss ein Foto schießen von dem Mixer. Bitte nicht. Der Geist küsst mich. Du Hurensohn, bitte komm nicht. Mila? Jo. Ja. Also Johnny sollte gleich mal zurückkommen und Sanity Pillen nehmen, weil er unter 20%. Johnny? Ich hab meine jetzt auch schon genommen. Ich hab mir in der Hose gar keinen gemacht. Ich hab gar keinen in meine Hose gemacht. Habt ihr verstanden? Nein. Also, Johnny sollte seine Sanity Pillen nehmen, du auch bei. Oh mein Gott, bitte nicht! Du Hurensohn! Johnny! Geh, Bruder, bitte geh! Geh von mir weg! Oh mein Gott, Der kommt runter! Der kommt runter und der ist schnell! Komm schnell, mach die Tür zu! Der ist hinter dir! Ich muss Foto von ihm schießen! Lucky, ich hol Bushido, Manuelsen, geh weg! Der kommt mit Polizeischutz! Du! Ich brauche eine Kippe, ich muss rauchen. Hallo? Das ist zu viel Stress. Komm bitte raus und nimm deine Pillen. Du bist auf 10%. Ich bin auf dem Weg. Hört es auf. Ich bin auf dem Weg. Bitte nicht, bitte. Oh mein Gott. Der ist 100% im Flur. Mehmet, kannst du dich bitte muten? Nein, ja. Doch, bitte. Wir haben noch gar nichts, ne? Doch, Gefriertemperatur noch. Ja, Gefriertemperatur. Der ist 100% unten im Flur. Also, was hast unten du jetzt mit? Im Flur? Aber wir haben oben, oben Gefriertemperaturen. Oben ist der. Aber okay, was hast du jetzt alles mit? Ich hab hier EMF-Reader und Fingerabdruck. Okay, dann... Also, Kamera wäre noch gut. Junge, mein ganzer Rücken hat geknackt. Geil.
Ich hab genossen, keiner sagt Gesundheit außer Chat. In deinen Rücken, Mila. Gesundheit. Hey, ich hab das nicht mehr gehört. Ja, ist klar. Ich hab nur so einen Haufen. Fick doch den Geist, lass mir Ruhe. Bitte töte mich, Geist. Hör auf damit! Was denn? Das kenn ich von was du redest. Jetzt haben wir schon wieder nicht geguckt, wie der heißt, der Bastard, ne? Hallo? George, er ist George. George. Oh mein Gott, hast du mich erschrocken, Alter. Georg, gib uns ein Zeichen. George. Bist du es? George, der aus dem Dschungel kam. Warte, hatte du da? Warte, hatte du da, Junge? Aber wie hieß der mit Nachnamen? Ich geh gucken, bleib mal kurz hier. Okay. Oh, oh. EMF auf 5. EMF auf 5, Johnny. Oh, der ist hier um. Der kommt, Mila, der kommt die Tür rein. Ich hab den gesehen. Aber er jagt mich. Der kam in die Tür rein. Hier musst du keine Angst haben. Komm her, du Hurensohn, ich will ein Foto von dir machen. Komm her, Junge. Lass mich in Ruhe. Hast du ein Foto? Nein. Lass den kommen, ich geb den Kopf los, Alter. Ich hab keine Angst vor dir, du Schwanzlutscher. George! Hast du ein Foto von dem gemacht? Nee, hat leider nicht geklappt, der verschwindet immer zwischendurch. Der jagt der. Oh mein Gott, Alter. Verschwindet er nur, wenn du fotografierst? Das ist ja die Frage wegen Phantom, ne? Aber der ist ziemlich aggressiv, Mann. Ja, das stimmt. George! Gib uns ein Zeichen. Oh mein Gott, leck meinen Arsch, Junge, halt die Fresse, Alter, verpiss dich. Ist das dein Hurensohn? Keine Fingerabdrücke. Der ist genau hier vor der Tür, ne? Der steht auch direkt hier. Warum hoch hier hin? Der ist vor der Tür. Da war gut da. Ja, der ist jetzt mal da gespawnt. Oh mein Gott, du Hurensohn. Oh mein Gott. Oh, der ist hier drin, Alter. Lass mich. Der ist hier rechts irgendwo. Ja, hast die Hausaufgaben nicht gemacht, du Affe. Gleich kriegst du einen geklatscht, Junge. Musst du kotzen. Knossi, bist du es? Der ist hier im Raum. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz rausgehen. Ich rede mit dem. Der antwortet nur alleine. Okay. Viel Spaß. Mach's gut. Und sag mir den Namen. Oh. Nein, nicht jetzt, Mama. Der Hotwasser hat zugeschlagen. Johnny, wohin? Ich weiß nicht, ich guck jetzt von hier aus und dann mach mal Foto, wenn er kommt. Die Frau hat echt Eier aus Stahl, Alter. Wenn der kommt, wir gehen nach unten, wir rennen. Ja, klar, Junge, bist du irre? Ich lass mich doch nicht abmucksen von dem. Der hat so eine Brechstange oder so einen Scheiß in der Hand. Ich glaube, da war der Facility Bruder, Manager. Das ist Machete. Ja, Machete. Noch schlimmer. Ich sag ja, im Profil. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ich bin deine Mutter. Dieses ganze lustige Quatsch ist nur, weil wir Angst haben. Du bleib mal hier. Bleib du mal hier, Junge. Lass mich nicht alleine. Halt die Schnauze, ich komm mit. Du hast ein Kruzifix da, Junge. Ich hab ein Kruzifix. Ja, deswegen bleibst du da. Ja, deswegen, okay. Das war eine gute Idee.
Oh mein Gott, ich komm runter, Entschuldigung! Komm, wir machen ein Foto, Okay. Foto. Der kommt bestimmt so deine Uhr. Wo ist der? George. Lass sie in Frieden. Wo bist du? Okay. Wo, der ist da. Wo? Der kommt gerade raus. Nein, ich hab den nicht gekriegt. Der ist vor dir. Ich hab den, glaub ich. Oh, du Hurensohn, verpiss dich! Renn, Ist das ein 31er, Alter? Der hat die Tür zugemacht, diese dreckige Mist gestellt. Puh. Mein Herz, Alter. Mein Herz. Ja, Mila ist auch weg. Geschieht dir recht, Johnny, dass du alleine bist, du Bastard. Ich bin halbe Herzinfarkt, ne? Ich schwöre bei Gott. Wer ist das hier? Ich hörte es. Wo ging's nochmal raus? Bist du tot? Ne, ich bin nicht tot, aber tut mir leid. Du bist so ein 31er, du miese Missgeburt. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Ich hab halbe Herzinfarkt, Alter. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Du bist so eine Missgeburt, Alter. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Ruhe jetzt. Alter. Ich hasse dich. Alles okay? Bist du draußen? Ja, aber ich bin draußen, aber auf der anderen Seite. Okay, ich bin auch gleich draußen. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Wuhu. Warum können wir den Geist jetzt nicht sehen? Wo bist du? Wo bist du? Komm, zeig dich. Zeig dich doch. Wo kommst du, hm? Verreck, Mila. Ich will, dass Johnny leidet. Ich lebe noch. Ich bin jetzt quasi... Ja, ich kann nichts mehr machen. Okay, ich bin jetzt auch wieder dran. Okay, ich komm wieder raus. Ja, ich muss jetzt auch raus. Ich versuch jetzt endlich rauszukommen. Wenn der wieder zumacht, wenn ich an der Tür bin, ne, dann hasse ich ihn. Okay, bin draußen. Keine Antwort auf die Geisterbox. Ich schwöre bei Gott, die letzten zwei Tage, wo ich das einmal angetestet hatte und gestern. Es war so langweilig. Aber heute ist richtig intens. Dann macht das richtig Bock. Und das ist das allererste Horrorspiel in meinem Leben, was ich spiele. Unsere Sanity ist down auf null. Wir haben nur noch eine Pillenbox. Und wir haben auf jeden Fall ein Foto von dem. Haben wir? Ist ein Phantom oder ein Bench? Was haben wir denn für Hinweise jetzt? EMF auf 5 und Gefriertemperatur. Okay, hier, guck mal hier, komm her. Danke übrigens für die Resubs und Subs und so, ne? Ihr wisst ja, wenn ich spiele so.
Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Ich verstehe nicht, was die sagen. Was haben wir? EMF? Gefrierpunkt. Phantom oder Banshee? Ach, ich muss jetzt quasi für mich selbst entscheiden, weil ich denke, was das ist. Weil ich verstehe die ja gar nicht. Das muss der... Nein, muss nicht. Wir haben es fotografiert, also kann es kein Phantom sein. Ja, doch. Boah. Ich sag einfach Banshee. Ja, aber ich glaube, wenn die über Funk jetzt sprechen, dann ist das ja doof, weil ich bin tot, ne? Wenn die über Funk reden, verstehe ich die, aber ich verstehe die so nicht. Also habe ich keine Ahnung, was die jetzt auswählen. Ab und zu ist er immer wieder verschwunden. So, das ist wie als wenn er da wieder weg war. Verstehst du? Okay, so macht das Spiel echt mega Bock, Alter. Der Fug? Bis spät. Falls du stirbst, welchen wählen wir aus? Falls ich sterbe, nehmen wir Phantom. Okay. Ich glaube, wir nehmen Phantom. Ich vertraue mir auf deren Aussage. Mila hat Balls of Steel, Alter. Hey, für den Chat. Schlaf gut, wie auch immer du heißt. Ich glaube, du bist Leon, ne? Okay, ihr jagt wieder. Kommt. Da ist er. Wie geht die Treppe runter? Dreckige Wichser. Ich weiß nicht, ob wir doch auf Banshee gehen. Ich habe keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall wieder gejagt. Kann man so viel Glück haben, Alter? Johnny? Ja. Ich hab die Kamera nicht mehr. Kannst du über meinen Helm, meine Helmkamera gucken? Ja. Du hast die auch, ne?
scheiß drauf. Komm zurück. Katze. Aber Mila hat gerade Pillen gefressen. Ach, der jagt wieder. Ich lebe noch. Jetzt schon wieder überlebt. Bin gleich Katze, runter. Geh weg, du hast schon 10 Euro bekommen. Ich krieg diese blauen Außentüren nicht auf, ich weiß nicht warum. Ja, Johnny versteckt sich, nachdem der mich verraten hat, der Bastard. Ist schon wieder am Jagen. Ich gehe andere Richtung. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich drehe mich um. Ich umdrehe. Ist um. Und das wird ich ganz bestimmt sehen. Geht unreached. Guten Abend. Die Katze heißt Katze, ja. Ich merke übrigens jetzt erst, dass es überall eigentlich kalt ist. In der ganzen Schule. Da ist krass. Hä, warum jagt er die nicht? Wo ist denn der? Aber der ist nicht direkt vom Ausgang, der läuft da nicht hin.
Ja, er kommt schon von oben, aber wenn ich da beim Ausgang stehen bleibe und er dann kommt, ist es schwieriger für mich, ihm auszuweichen. Wenn ich einfach nur in der Schule rumrenne, dass kein Geist mehr durch Wände gehen kann, so, dann kriegt er mich auch nicht. Bin draußen. Von wem war jetzt aus? Okay, dann nehmen wir Banshee. Das ist genug für heute. Ich bin froh, wenn ich schlafen kann. Ich sag trotzdem, glaube ich, das Phantom. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Was ist das? Loser. Okay. Ihr seid schlecht. Okay, ey, halt die Klappe, du bist gestorben. Ja, warum bin ich verreckt? Ich war so warum bin ich verreckt? Warum? Ich wollte rauskommen. Soll ich dir sagen, warum ich verreckt bin? Warum? Weil der Wichser da hinten die Tür hinter sich zugemacht hat. Ja, genau der, der sich im Schrank versteckt. Welcher Wichser? Es gibt hier nur einen Wichser und der bist du, du dreckiger Verräter. Hörst du mich? Schweineficker, klar höre ich dich. Okay, gut, ja, dann geht er jetzt wieder. Ist gefickt. Halt's Maul, Alter. Ey, wie oft der mich gejagt hat. Ich hab nicht gedacht, dass du hinter mir bist direkt. Oh mein Gott. Lustig. Ich bin broke. Lustig. Für mich war das jetzt. Echt? Ja, boah, ich kann nicht mehr. Was ist los, Johnny? Ja. Wollen wir jetzt noch eine Runde mit Memo machen? Nee, Bruder, ich guck grad hier. Schweinepriester. Marsch. Okay, dann lass es raus. Tschüss. Was gemacht? Ja, war gut. Nicht gestorben, aber gehört es. Mhm. Weil du mich verraten hast. Boah, dieser Ich hasse den, ne? Scheiß Georgie. Ich kann nicht mehr, ich bin mit den Nerven am Ende. Hast du heute nicht an beim Schlafen? Nein. Ja, warum nicht? Ich schon. Angst hast. Ja. Boah, Johnny, du bist so ein Mistkind, ne? Wir werden beide entkommen, Mann. Ich hab nicht gedacht, dass du direkt hinter mir bist. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Ich hab den noch nicht getroffen mit dem Foto, den Bastard, ne? Doch, hast du. Hab ich? Ja. Ich hab mich extra nochmal umgedreht, der stand so einen halben Zentimeter vor mir und hab fotografiert. Ich bin fertig mit den Nerven. Ja, du hast überhaupt gar keine Angst, Alter. In deinem Kopf kann ja auch was nicht stimmen. Ich hatte Angst. Nur als er mich dann irgendwie zum 10. Mal verfolgt hatte, dann war ich einfach nur noch genervt von dem. Der greift dich nicht einmal an, Alter. Du bist komplett alleine da drinne. Ey, der hat mich so oft verfolgt. Ja, der hat dich aber nie, der war nie in deiner Nähe. Ja, weil ich unten rumgerannt bin. Also das erste Mal war er safe hinter mir. Als du schon gestorben bist. Danach das erste Mal, wo er mich gejagt hat, war er die ganze Zeit hinter mir. Ich habe ihn angeschaut mit meinen Augen und habe gesagt, geh weg, ich habe keine Angst. Netter Typ. Aber warum ist das heute so heftig gewesen? Gestern war das urlangweilig. Prima Vorteil? Nee, sag mal. Hallo. Du hast dann einfach nur Glück mit den Geistern und so. Das ist einfach random, total random. Und ich rede vorher noch so und sag, ach, das ist voll langweilig und bla bla bla, Alter.
Ja doch, wir kannten das Spiel. Wir haben ja gestern auch Geister, vorgestern Geister gesehen und so. Aber da war das bei weitem nicht so schlimm wie heute. Da war das wirklich bei weitem nicht so schlimm. Vielleicht liegt ja auch daran, ob fortgeschritten oder sonst irgendwas ist, weißt du? Wir haben gestern auch Profi-Dinger gehabt. Ja, und dann war er trotzdem ruhig. Alter. Boah, aber heute gehen mir auch die Düse. Aber ich bin gut darin, das zu überspielen. Merkt man gar nicht. Und der Mixer auch so bei Denver und Memmer und ich mit in die Angst gezogen. Ja, schade, dass Denver sein PC gecrashed ist, oder? Das ja. Spiel, alles ist gecrashed bei dem. Aber mit Johnny macht auch Bock. Mit Memmer auch. Tyrese, das wäre was für dich, ne? Ich hab das Spiel auch. Hast du schon gespielt? Junge, der ist voll gut darin. Junge, weißt du, wie ich am Verzweifeln bin zwischendurch? Junge, das riecht am Schreien, der Junge. Ja, du musst halt mit welchen Spielen die so ein bisschen Angst davor haben. Ja, weil er zieht dich mit in die Angst rein. Ja. Beste war einfach, wo der Geist uns gehuntet hat im Farmhaus und ich vor der Tür schon verzweifelt versucht habe, die Tür aufzumachen. Ja. Aber können wir das irgendwie so machen, dass wir nur Profi-Missionen haben, wo richtig abgeht? Wenn wir alle Level steigen. Also ich kriege ja jetzt die ganze Zeit Profi-Missionen, auch zwischendurch Fortgeschritten und Anfänger. aber ihr müsstet, also du, Denver, ihr müsstet noch Level steigen, bis ihr Profi bekommt. Du bekommst, glaube ich, jetzt schon Fortgeschritten. Okay. Aber lieber Curtis, was waren das denn alles für Beleidigungen? Ja, wenn ich Angst habe, dann geht's ab, Junge. Mach ich aber auch. Ich habe auch Worte gesagt, die ich nicht sagen sollte. Mich gejagt hat immer. Sobald er aus dem EP raus ist, eine Beleidigung nach der anderen. Ja, das ist, um die Angst runterzuspielen, ne? Die Angst kannst du nicht runterspielen. Das ja, geht doch, nicht. Das geht schon. Als der gerade in das Klassenzimmer gekommen ist, habe ich zu denen gesagt, was los, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht und so. Das sind alles so Sätze und Wörter und alles so, damit man keine Angst hat. Damit man das so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Ich fand's auch lustig, ich fand's richtig geil. Das war das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe, jemals in meinem Leben. Echt? Mhm. Oha. Ich habe damals mal so 4 gespielt, aber das war halt nicht... War ja so Shooter mehr oder weniger. Nichts, ja. Aber das war das... Da ging mir die Pumpe. Hast du schon Poltergeist gehabt? Weiß ich nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Und wenn dann ruhigen. Den Poltergeist, den so unfassbar gruselig hat, von den Sounds, die der macht und alles Mögliche, ne? Der killt dich zwar nicht sofort oder so, ne? Der zieht so wirklich in die Länge, aber boah. Da war man schon mal die Nackenhaare so. Kann man echt wiederholen, wenn der mit dem Penix geht? Ja, kann man gerne machen. Der wirft dir Sachen an den Kopf, ne? Den hat man noch nicht. Also jetzt bin ich auch angefixt von dem Spiel, ganz ehrlich. Wenn das immer so ist und wenn das mit Updates noch heftiger wird, gerne, Alter. Ja, November kommt großes Update. Ich freue mich so darauf. Also nächsten Monat. Aha, Anfang. Ja, dann, Alter, auf jeden. Bis dahin auf jeden Fall nochmal zocken. Mhm. Vielleicht auch mal in die Richtung spielen, dass man keine dummen, weißt du, so Scheiße labert. Ja. Sondern wirklich so... Kann dann wie RP ja, so halt, wie das ernst serious, ja. Machst einfach einen auf Peter Wankman. Dass man dann nicht sagt, ja komm, lutsch meinen Schwanz. Der Geist reagiert aber drauf, ne? Ich denke mal, der reagiert auf alles, was du sagst. Nein, der reagiert zum Beispiel extra auf Beleidigung. Ja, das ist, ja, das hab ich gemerkt, Alter. Ich hab den Geist beleidigt und zack, hat er mich getötet. Das ist wenn da auch gerade bei so diesen größeren Maps könnt ihr ruhig die Personenanzahl erhöhen. Nur, dass das vielleicht nicht 4, sondern 6 Leute sind oder so. Schreib den doch auf Twitter. Mach Vorschlag. Ich hab kein Twitter. Wie, du hast kein Twitter? Ja, hab ich nicht. Bin ich so. Ja, dann so schreib den bei Knobels eine Message. Okay. James, bitte mehr Spieler. Oder mehrere Geister, das wäre natürlich auch geil, ne? Und viel, viel, viel mehr Dings. So richtige Jumpscares. Dass wenn du irgendwie einen Schrank aufmachst oder so, dann das sein kann, dass der dir ins Gesicht springt. Ja, ja, nicht genau. Um dich zu töten, aber nur um dich zu erschrecken. Da bin ich mit dem Johnny einen Abend gezockt, da haben wir einen Geist in einem Kinderzimmer in einem Schrank drin gehabt. Und das ist wirklich immer in dem Schrank gewesen, immer die Schranktüren auf und zu gemacht, immer bewegen von draußen mit der Kamera drauf und all so ein Kram, Alter. Das war schon so ein bisschen spooky. Hattest du eigentlich in deinem DBX ein Gate? Ein neues Gate, meinst du, habe ich drin, aber ist low eingestellt. Ja, vorhin gab es ja einen Jumpscare, als der auf einmal neben mir stand, der Bastard. Aber ich meine so, wenn du Türen aufmachst und alles, dass der dann dahinter steht. Und viel mehr Geräusche. Das fickt nämlich auch richtig deinen Kopf.
Und dann musst du dir einen trinken und das Spiel. DBX ist ein neues Gate drin, der bei dem Kompressor, ja. Aber für was brauchst du ein neues Gate? Ja, wenn du dicht bist, Alter, dann ey, kannst du vergessen, kriegst du einen Herzinfarkt. Das ist auch eine gute Idee, den Lampen eine Batterie geben, dass du die nicht permanent benutzen kannst. Ja. So, dass die irgendwie bei 20% anfängt zu flickern und du nicht weißt, ob der dich jagt gerade oder ob die Batterie einfach leer ist. Ja, ob du gejagt wirst, kannst du ja schon allein dadurch testen. Funk. Hat auf jeden Fall Ausbaupotenzial. Hat Bock gemacht, richtig, heute. Hat sogar mehr Spaß gemacht als der P sonst. Wie lange habt ihr gezockt jetzt, Geister? 4-5 Runden oder so. Das ist soweit. Ich da was. Das war gut. Was gemacht? Also im VR würde ich das jetzt nicht spielen. Johnny, du hast VR-Brille. Ach, die ist gemutet. Also VR ist ja nochmal eine Nummer höher, ne? Alter. Mit safe gegen die Wand rennen, Alter. Safe gegen die Wand. Alter. Der Arm ist richtig. Ja, das Game hat auf jeden Fall riesiges Potenzial. Das wird auf jeden Fall weitergezockt und wird sich gefreut auf das Update. Boah, das ist ja geil. Nächsten Monat kommt dann Cyberpunk, dann kommt das Update für das Spiel. Im nächsten Monat kommt dann Cyberpunk. Hab ich auch richtig Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir läuft. Ich denke mal schon, aber... Mal gucken. Memo, hast du dich ein bisschen eingeschissen? Hör auf, Bruder. Meine Frau kam rein. Er war anscheinend richtig laut, Bruder, aber ich... Boah. Ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn denken, wenn ich immer so random irgendwelche Namen famous. Die denken sich ja die Satanistin von nebenan wieder. Die guckt mich an, Bruder. Ich sag 10, 15 Sekunden. Die hat schon wieder eine Ziege mit nach Hause gebracht. Die macht schon wieder Opfergaben. Mama, Mama, die Katze ist weg. Ja, die ist wieder bei der Nachbarin. Lauf, ich rüber, sag dir viel Spaß heute Nacht. Für Coach oder was? Nein, also, dass ich Angst haben werde. Meine Frau bin ich jetzt sauer angeschissen. Das ist meine ganz andere Liga von Horrorspiel. Ja, die Idee ist verdammt geil, ne? Ich finde, man sollte den Funk noch einstellen können von der Lautstärke und das normale reden, also beides separat. Ganz viele Jumpscares und viel mehr Geräusche. Hast du uns denn, wenn du in der Lobby bist, also wenn du im Spiel bist, ja, auf der Map, hast du da geguckt, ob wir da auf Maximum Lautstärke sind? Unter Escape? Ja. Ja, da musste ich sogar welche runterreden. Also normales Reden ist okay, aber Funk ist mega leise. Ich glaube auch, dass VR komplett einen kaputt machen würde. Und du hast ja jetzt so unendlich viele Maps, kannst du dir ausdenken, ne? Ich finde aber diese modernen Häuser schlimmer als die alten. Echt? Ja, ich finde die schlimmer. Ich nicht. Doch. Weil dein Gehirn weiß halt, ne, ist ein modernes, normal, ganz normales Haus und so. Du würdest niemals darauf kommen, also das sieht nicht gruselig aus, weißt du? Mhm. Und dann fängt es an. Bei diesen alten Häusern, weißt du, gehst du schon mit der Intention da rein, halt, das sieht alles gruselig aus und so. Ich finde diese neueren Häuser, finde ich, weniger gruselig. Weil das sind schöne Farben. Und alles ist so schön und glücklich. Magst du auch keine Horrorfilme? Du schießt ja doch. Ich gucke mittlerweile Horrorfilme. Aber ich habe bisher nur nichts auf Netflix gesehen, was irgendwie gruselig ist. Vielleicht ein bisschen. Ja, weil die modernen Häuser so einen abartigen Familienhausschnitt haben, ja. Bin ich auch Shapes für mehr Ambient-Sounds. Mehr so weiß ich nicht. Du läufst an der Tür vorbei und auf einmal kommt so ein Sound, der die Tür zuknallt oder so. Sowas wäre halt richtig geil. Da hat irgendwie so eine Funktion, du läufst an der Tür vorbei und dich packt der Geist einfach nur und verlangsamt dich so nach dem Motto. Ja, weißt irgendwie sowas. Und deine Bild wird Dings verschwommen und so. Ja, ja, Tyrese, natürlich. Was ich auch cool finde, es heißt ja, manche Geister fahren in den Körper, also die lenken manche
Person. Es wäre so cool, wenn du deinen Charakter dann kurz nicht so richtig unter Kontrolle hättest. Vom Laufen Mina, her. Erzähl mir nicht so einen Scheiß, ich kann heute Abend nicht pennen. Jetzt übertreibe es nicht. Ich habe Hostel geguckt, Hostel ist voll langweilig. Jazz ist nicht mehr, Jazz ist wieder bei Mama. Und viel mehr auch über die Geisterbox. Auch männlich und weibliche Stimmen, das wäre auch gut. Aber wenn das nur ein Typ gemacht hat, das Spiel, ist das schon ziemlich gut. Conjuring habe ich auch geguckt, auch langweilig. Hast du Sinister gesehen, Curtis? Weiß ich nicht. Weil es hier mit dem Drehbuchautor, der mit seiner Familie in ein Haus zieht und auf dem Dachboden so eine alte Box findet mit so Filmrollen drin. Gibt's den auf Netflix? Boah, muss ich mal eben gucken, warte, ich check das mal schnell. Weil ich muss sagen, den fand ich gruselig. Was ist denn mit diesem Cuba-Board oder wie das heißt? Das habe ich auch noch nicht einmal gesehen im Spiel. Meinst du Witcher-Board? Wie heißt das, Mila? Ja, das Ouija-Board, das, ich weiß auch nicht, das hatte ich auch nicht so häufig. Aber also du musst halt auch aktiv dieses Board suchen, ne? Das wird dir nicht... Ach, das liegt irgendwo rum. Ja, genau, das Schränken liegt in den so. Räumen. Oder in den Schränken kann das auch drin sein. Genau. Genauso wie... Dann, aber da kannst du auch den Geist so viel fragen, wie alt der ist, wo der ist auch, dann hast du die Suche, ist dir so ein bisschen einfacher gemacht, aber deine Sanity geht auch schnell runter. Wenn du das Ouija-Board benutzt? Ja, der sagt ja zum Beispiel dann Kinderzimmer oder so auf dem Ouija-Board dann auch. Ja, aber kann auch sein, dass dadurch ein zweiter Geist erscheint, ne? Wusstet ihr das? Hm? Safe oder? Ja, safe. Okay. Safe. Autopsy of Jane Doe ist krass, auch bei Netflix. Boah, aber da ziehe ich mir heute nicht mehr rein, Alter. Ich bin geschädigt heute. Das heißt auch nicht auf Netflix, aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Hau ab damit, Junge. Vor allem diese Exorzisten-Kacke, Mann. Ich habe mir mal diese Originaltonaufnahmen von Dings angehört. Abelise Michel. Verpiss dich, Alter. Komm, Curtis, lass treffen mit der Buttbär. Schnauze. Ja, habe ich vorhin auch im Dings gesagt im Stream hier. Das war die erste Anlaufstelle damals, wenn wir irgendwas Gruseliges im Real Life erleben wollten. Schloss Woodberg. Geh doch mal Visage. Ich hau dir gleich in die Visage. Mit einem ganz alten Fisch. Hey, wieso ist das so gemein? Ich verstehe nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wipp schon mit dem Bein die ganze Zeit, Alter. Ich habe einen Schaden davon getragen. Villa Buttberg Wolfskuhl, mein Freund, der Sonne. Ja, ja. Heißt aber beides. Das hieß doch mal Villa Buttberg. Also ich kenne Lost Place IRL Stream. Let's go. Mila packt Taschenlampe ein, Therese, oh, komm. Ja, ich wär so dafür. Ich halt die Kamera. Ich schwöre dir, Gott, bei Place. Gott, ich würde mich in der Ecke hocken und mit meiner eigenen Scheiße spielen, Alter. Wenn das Real Life wäre. Könntest hängen in der Ecke und schreit, haben wir noch Peps? Halt's Maul. Das Place wird echt cool. Nein. Gar nicht sowas. Oh, doch. Warte mal. Nein. Doch? Macht Nein. Moonlight halt nicht, Alter? Rennt der nicht draußen rum und geht irgendwie auf so Gelände und so? Aua. Geil. Verpiss dich. Lost Place NRW. Gucken wir mal. Was da so in Frage kommen könnte. Wir sind mal in eine alte Disco reingegangen. War auch schon ewig geschlossen. Und die dachten, da drin spukt das. Und wir sind da reingegangen dann irgendwann nachts. Okay. Das war auch cool. Ja, wir haben, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich bin damals mit meinem Chef, mit meinem ehemaligen Chef, mit Chico, noch irgendwelchen. Wir haben abends Langeweile gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es gibt so eine, hier ganz in der Nähe bei uns, eine intakte Irrenanstalt mitten im Wald. Hab ich auch gehört, ja. Ja, moin. Und da sind wir reingefahren in diesen Wald und du brauchst so ungefähr fast 20 Minuten, bis du da durchgefahren bist. Und wir fahren da so vorbei und fahren an diesen Eingang vorbei und lachen uns als auch so tot, ne? Machen uns lustig darüber. Und mitten aus dem Nix, Alter, taucht auf einmal ein Typ mitten im Wald aus, der da einfach am Rand steht. Auf diesem Gehweg. Nein, ciao. Alles klar. Oh, Alter, ciao. Junge, ciao. Junge hat der Gas gegeben. Leck mich, der steht einfach da, ohne Taschenlampe, kein Hund oder so, ne, eine Leine oder so. Vielleicht war der Hund frei und ist da rumgerannt. Junge. Aber daran denkst du nicht, Bruder. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Wieder Haus von Gütersohl, ne. Der Kokerei, ja. Hansa in Dortmund. Ey. Ja, Eid, erzähl nicht, Mann. Es gibt so viele Geschichten über diese Villa Wolfskuhn, Buttbeck, whatever. Dass das erst ein Mädcheninternat war, dann Kinderheim.
Nein, da gibt es so Erfahrungsberichte im Internet, dass die da Geister gesehen haben und also nein, Quatsch. Das war früher, da war früher wirklich ein russisches Lazarett. Ja, das höre ich auch zum ersten Mal. Da gibt es tausende Storys drüber. Aber da ist geh nix, Mann. Da war ich schon so oft. Villa Oppenheim. Das ist einfach nur dein Geist, dein Mind, der dir das vorspielt. Das ist auch, wenn du abends im Bett liegst und alles ist dunkel und du guckst in die Ecke und redest dir ein, ey, da ist jemand. Irgendwas erkennst du immer und hast Schiss. Oder Schattenmenschen, die du kurz siehst. Ah, verdammt, in Düsseldorf gab es mal ein verlassenes Bordell. Musst du deine Mutter fragen, die kennt sich darin aus. Das ist meine Mutter aus dem Spiel, dann war ich aus dem Keller. Ja, exakt. Der Spruch ist auch schon so alt. Am Sinus ist mir egal. Ja, haben sie auch. Meine Mutter ist auch so alt wie in die Dose daher. Verpiss dich mit solchen Sachen. Alter, in Düsseldorf gibt es ein... Ach ne, okay. Es gibt auch so viele Videos im Internet, ne? Da, boah, Junge, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, Alter. Irgendwelche Tonaufnahmen unter irgendeiner Frequenz auf Friedhöfen, wo du auf einmal dann Stimmen hörst und so, ne? Verpiss dich mit so einer Kacke, Alter. Hau ab. Ich merk schon, Curtis ist so anfällig für ja, die Urängste. Ich bin übertrieben, Alter. Ich bin da kennst du diese Randonautica-Videos? Nein, die was? Dieser Typ auf YouTube, der so rumrennt? Es gibt Videos über eine App. Schick dich zu irgendwelche Plätze und da wurden einmal Leichenteile gefunden, der andere hat Stimmen gehört und so weiter, so richtig weirdes Zeug so. Aber es gibt auch noch diesen einen Channel, der Top 5 irgendwas, die zeigen die ganze Zeit so Geistervideos. Hau ab. Kannst du immer selbst sagen, so, ist das Fake? Hau ab. So ich hab da cool. So ein Video gesehen, da geht ein Typ, keine Ahnung wohin, Alter, der filmt sich selber dabei, wie der irgendwie auf einem Friedhof da auf der Wiese liegt oder so an einem Grabstein, so ein verficktes Gerät hat, Alter, was die ganze Zeit rauscht und das hasse ich am meisten. Okay, dann und dann hörst du da aus dem Ding Stimmen raus, Junge. Hau, verpiss dich. Die Geisterbox meinst du? Ja, mal irgendwann einen Horror-Nightstream und solche Clips, Videos. Nee, Bruder, hau ab. Ich krieg jetzt schon vom Erzählen nur Gänsehaut, ja, ne? Das reicht mir schon. Ey, an Halloween können wir das doch machen. Aber, Junge, ich hab Angst, Hilfe. Nukes Top 5, so heißt der. Und ich überleg mir, das können wir... Boah, nee. Es gibt doch auch so einen Twitch-Streamer, Mann, der hängt immer bei sich zu Hause und versucht irgendwie Geister zu kontaktieren. Ja, soll ich den Namen sagen? Aber da merkst du... Nee, da sag nicht den Namen. Wir meinen hier keine Bewerbung. Aber da merkst du auch richtig, dass das Fake ist, so. Dann tritt er links mit seinem Bein irgendwo gegen und sagt, oh mein Gott, ein Geist ist da. Götz einmal, wo sein Kollege da war und der so getan hat, als wenn er besessen wäre, hat er den so mit Weihwasser ein Kreuz auf dem Stirn gemalt. Das ist so richtiges Erzwungen, ich will gruselig sein, Alter. Richtig bescheuert. Ich bin mal weg, gute Nacht, bis morgen. Schlaf gut. Ja, der Talk macht mehr Angst als das Game. Nein, so Dinge. Hattet ihr schon mal irgendwelche Begegnungen, wo ihr sagt, so, okay, fuck, das war echt gruselig im Real Life? Jo. Erzähl mal. Da war ich 12 Jahre alt oder was? Habe ich beim Schulkollegen gepennt. Der ist von der Wohnung aus im Keller gekommen. Oh, Junge, jetzt, oh mein Gott. Ja, erzähl. Ist von der Wohnung aus, eine Story. Von der Wohnung aus im Keller gekommen, wenn man uns eben immer so große Geschichten erzählt. Und der hatte, war so in zwei Räume war da im Keller. Du warst erst in einem großen Raum, da hat er so sein Bett gehabt und so, da haben wir dann gepennt mit 7 Leuten, weißt du? Da war eine Schiebetür, da bist du in den Heizungskeller reingekommen. Ich saß, no joke, Alter, ich saß bestimmt 2 Stunden mit dem Rücken vor dieser scheiß Schiebetür. Ich saß ganz nett davor und da ist sie aufgesprungen. Wir sind alle schreiend hochgerannt und die Mutter von dem kommt runter und macht sofort Palaver, was seid ihr so laut und bla bla. Ich bin da nicht mehr runtergegangen, ne? Ehrlich nicht. Ich war da nicht mehr unten, aber von außen kann da auch keiner reinkommen, weil da so Streben vorm Fenster waren. Also der Vater hätte uns auch nicht verarschen können von dem oder sowas, ne? Junge. 2 Stunden saß ich mit dem scheiß Gameboy davor, Alter, mit dem Rücken. 2 Stunden. Und wir haben alle Pokémon gespielt. Ich hatte eine Story, da war ich beim Kollege, also wir haben beim Kollege bei seiner Mom im Haus, weil die im Urlaub waren und sein Stiefvater, wir haben da so eine kleine Party gemacht. Da war der Perzger noch dabei, Johnny. Mhm. Und Maren seine Freundin und Tom und so, keine Ahnung wer noch. Und vom Perzger die Freundin auch. Und das Haus, das ist in Dienstlaken auf dem Land, das ist schon uralt.
Und der Typ, der das ganz damals, ich weiß nicht, wie alt das ist. Auf jeden Fall ist das Haus so alt, dass damals der Typ, der Bauer, der da gelebt hat im Haus, der hat Juden bei sich versteckt. Also jüdische, ne, Mitbürger, so vor Nazis, aus Nazi-Zeit noch. Der hat die da versteckt vor Nazis, so, damit die nicht finden und denen nichts antun. Und der Mary hat mir damals mal erzählt, dass die unten im Keller deshalb so einen zweiten Raum gemacht haben. Der hat sowieso, als wir schon da hingefahren sind, immer so irgendwas erzählt, dass er in seiner Kindheit da immer Sachen gehört hat und bla bla bla. Und wir haben bei dem gefeiert. Wir waren draußen im Garten, haben Whisky getrunken, Lagerfeuer und so. Und ich habe oben im Wohnzimmer gepennt. Ich glaube mit dem Tom auf Couch oder so. Und ich schwöre bei Gott, ich bin in der Nacht einmal wach geworden und dann habe ich irgendeine Person den Gang laufen sehen. Kann nur sein, dass das der Dumme war, also Perzka. Da ist irgendeiner gelaufen, an mir vorbei, Junge. Und nicht wieder zurück in das Zimmer, woher die kam. Ich war so, Alter. Kennt ihr das, wenn er so richtig Angst hat und der ganze Körper so richtig starr ist? Ja. Ich lag auf Couch, mein ganzer Körper war so starr, ich konnte mich nicht bewegen, ne? Ich bin durchgedreht, Alter. Das war so das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Aber ich denke mir einfach, glaube ich, dass der Dumme das war. Und auf Klo gegangen ist oder so. Ich weiß es nicht. Da habe ich eine andere Sache. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. War meine Ex-Pelle bei mir gepennt. Und meine Mutter war im Wohnzimmer die ganze Zeit. Und da hat die, ist irgendwann rübergekommen und hat gefragt, ah, rennt dann die ganze Zeit durch die Wohnung hin und her. Die hat, war so eine Glasfront, so neben der Tür, weißt du? Die hat halt immer einen Schatten gesehen. Und so, sag ich zu meiner Mutter so, ey, wir sind die ganze Zeit hier im Zimmer, Alter, wir laufen gar nicht hin und her, ne? Verarsche mich nicht, ihr müsst mich hier nicht verarschen und bla bla. Die hat auch die ganze Nacht nicht gepennt. Die hat immer, die hätte schwören können, da ist ein Schatten die ganze Zeit immer vor der Tür hin und her gelaufen. Ich hab mir gedacht, Mutter, du hast einen Schatten. Nee, Schlafparalyse war das nicht. Ich bin ja wach geworden und war so, weiß ich nicht, 10 Sekunden wach und so. Und dann ist das erst passiert. Dann Schlafparalyse ist richtig ekelhaft. Dann habe ich nämlich in die Richtung geguckt und dann ist die Person aus dem Zimmer rausgekommen, wo keiner geschlafen hat, und ist den Gang runtergelaufen. Und dann ist er. Damit war ich so starr vor Schreck. Ich hatte aber auch nicht die Eier, weiter die Augen dann aufzuhalten danach, um zu gucken, ob die Person wiederkommt oder so. Ich habe dann gemerkt, fuck, ich kann mich nicht bewegen, Alter. Und habe die Augen einfach wieder zugemacht. Und habe mir so selbst eingeredet, das war nix, alles gut. Was ist eine Schlafparalyse? Ich glaube, du bist wach und kannst dich nicht bewegen, ne? Ja, du bist im Halbschlaf noch irgendwie drin. Und dein Hirn spielt dir irgendwie so verrückte Sachen vor. Habe ich auch mal gehabt. Schon nie gehabt. Da liegst du im Bett, Alter, dann siehst du einen Schatten auf dich zukommen von der Decke aus und kannst dich nicht bewegen und du kriegst ja so eigentlich so alles um dich herum mit. Ich habe auch ganz, ganz selten in meinem ganzen Leben Albträume gehabt. Ich hatte mal so einen Albtraum als Kind, weil wir hatten ein Haus in der Nähe von einem Krankenhaus und da auf der Wiese am Krankenhauspark haben wir immer Fußball gespielt. Und da kam immer so ein Fahrer, so ein polnischer Opa, der konnte nicht richtig Deutsch. Der war auf jeden Fall Pole. Und wenn bei uns der Ball oder so in die Tulpen reingeflogen ist, dann kam der immer, weil der uns beobachtet hat. Und manchmal hat der einen von uns am Arm festgehalten und hat den angeschrien so und hat gesagt, Blumenwein. Deshalb haben wir den, als wir klein waren, immer Blumenwein genannt. Von denen hatte ich meinen Albtraum. Ich habe geträumt, dass der mir hinterherläuft, ganz langsam und ich nicht wegrennen kann. Junge, ich bin aufgewacht und habe geschrien, ne? Kennst du das Video mit dem... richtig Angst gemacht, der Penner. Kennst du das Video mit dem Fußballspieler? Nee. Der von dem Todesengel gepackt sein soll? Ach, ja, ich weiß, wo das... Ja. Dachte ich. Aber der beste Kollege von meinem Bruder, der ist halt Moslem und so, und der glaubt halt auch an sowas, ne? Ja. Junge, der konnte aber wochenlang nicht mehr pennen. Der rennt auch so rückwärts, ne? Sieht aus, als würde der irgendwie zusammengepresst werden. So. Ja, genau. Ja. Wo der dann so zusammensackt und keine Ahnung alles, Alter. Guck mir da gerade an, Alter, ich krieg direkt wieder Gänsehaut. Das Gruseligste, was ich erlebt habe, waren vor ein paar Jahren richtige, heftige Déjà-vus. Déjà-vus habe ich oft. Aber das ist ja ein Fehler in der Matrix. Ich habe immer Albträume, ich nicht. Überhaupt gar nicht. Was ich aber habe, sind so luzide Träume. Also ich träume und ich weiß, dass ich gerade träume und kann dann... Ja, wenn man das beschreibt, klingt das so, als wärst du in irgendeinem Action-Movie, ne? Der Schattendoppelgänger, ne? Ja, du bist halt am Träumen und du weißt, dass du träumst. Und wenn ich jetzt daran denke, ich will fliegen oder einfach zu mir selbst sage, ich fliege jetzt, dann kann ich fliegen. Und an solche Träume erinnerst du dich richtig heftig. Ist halt ein Wachtraum. Man soll auch Träume generell steuern können. Sachen. Hä?
Man soll generell Träume steuern. Wenn du, bevor du einpennst, fest an was denkst du die ganze Zeit, sollst du darüber auch träumen, wirklich. Man sollst die auch lenken. Dein Gehirn verarbeitet halt, ne, dein Erlebnis und so dadurch. Hattest du das noch nie, das kannst du üben. Erfahrung mit Schlafwandeln? Ne, noch nie. Boah, meine Junge, Schwester, Alter, stand mal mit dem Messer vor meinem Dad am Bett, mega krass. Ach du Scheiße, Junge, Alter. Verpiss dich. Junge, weißt du, ich alles. Schlafwandler, ich war früher richtig heftiger Schlafwandler, ne? Das letzte Mal bin ich schlafgewandelt, ich glaube vor 6 Jahren. Hier in der Wohnung, wo ich jetzt auch wohne, hat meine Perle, also meine Frau, richtig Schiss bekommen. Da bin ich nachts aufgestanden, ne? Und hab mich hinter der Tür gestellt, mit dem Gesicht in die Ecke rein und dann stand ich da 20 Minuten lang. 20 Minuten lang, meine Perle hatte und Angst, jetzt stell dir mal vor, du nimmst dich selber auf beim Schlafen und siehst das selber. Da ist du wirst nächsten Tag wach und du siehst, wie du aufstehst, Junge, da irgendwie in der Ecke stehst, 20 Minuten. Und nix machst. Junge, ich würde sofort ausziehen, Alter. Ich hab halt auch mal eine Perle gehabt, die hat eine Freundin, die schräg gegenüber gewohnt hat, ne? Die Freundin war auch so Schlafwandlerin. Die ist fast jeden Tag oder jeden Abend ist sie aufgestanden, stand am Fenster und hat rausgeguckt und so. Maul, ja, ehrlich, kein Spaß. Hau ab. Und du konntest das von der aus sehen. Ich würde sofort meine Koffer packen, meine Sachen und abhauen, Alter. Stell dir mal vor, du bist der Freund von der alten. Junge, stell mal vor, du liegst im Bett, Alter, wirst auf einmal wach und deine Perle steht vor deinem Bett und beobachtet dich einfach nur. Und du fragst sie, was los ist, aber das nicht checkst und die antwortet dir, hau ab, Junge. Da habe ich mal beim Yannick gepennt, ne? Der hat ja mit seiner Schwester sich vor ein Zimmer geteilt, Alter. Da ist sie wohl nachts aufgestanden, pinkeln gegangen oder sowas. Dann kam die wieder ins Zimmer rein. Dann stand ich so kerzengerade im Bett. Ich stand im Bett, hab die wohl mit Blut unterlaufenden Augen angeguckt und angeschrien, meinte die zu mir. Also. Ich weiß von nichts. Ich habe mich wieder hingelegt. Wisst ihr, was auch Schlimmes, wenn man sich im Traum, wenn man im Traum kämpft, wenn man zuschlagen will? Du holst dann immer mit ganzer Kraft aus und je näher die Faust an den Typen oder so rankommt oder den Gegenstand, gegen den du hauen willst, umso langsamer wird der Arm. Und dann triffst du den und es passiert gar nichts. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Nee. Noch nie? Alter, ich schon so oft, ne? Das weggrenzt. Boah, hab ich mich schon aufgeregt, Alter. Immer. Oder warum ist das so? Warum tut man beide Füße, beide Beine unter die Bettdecke, wenn man Angst hat? Wenn man Angst hat, dass jemand dich am Fuß packt und dich aus dem Bett zieht. Warum? Warum ist das so? Könntest, no joke, Alter. No joke, ne? Der Scheißfilm Paranormal Activity, ne? Als ich damals den Trailer gesehen habe, ich konnte wochenlang nicht pennen, Alter. Das ist wirklich eine richtige Urangst. Das ist einfach immer die Bettdecke. Du siehst in den Trailer einfach nur, wie eine scheiß Bettdecke weggezogen wird. Eigentlich gar nichts, ne, Junge. Ich lag im Bett und in ganzer Zeit mal an diese scheiß Szene gedacht und immer gedacht, mir zieht irgendwann die Bettdecke weg, ne? Bloß sich den Fuß draußen haben und alles mögliche, Junge. Ich war gestört. Ich war wochenlang gestört, Alter. Ohne Witz. Ja, das gibt halt echt unerklärliche Sachen. Aber so, Alter, wenn deine Frau auf einmal schlafwandelt oder so, Junge, dann, ey. Ich würde mich halt irgendwo... Ich bin früh schlafgewandelt. Aber sehr ruhig. Doch, wirklich. Ich bin als kleines Kind, bin ich immer aufgestanden und habe mich vor der Tür meiner Eltern gekniet und habe mich nicht bewegt weiter. Und das immer so ein paar Stunden und dann irgendwann bin ich wohl wieder aufgestanden und zurückgegangen. Ich kann heute nicht schlafen. Aber neben meinem Bett eingeschlafen. Hau ab. Also oder stell dir mal vor, du schlafwandelst und wirst selber wach und stehst am Fenster. Und das keine Ahnung warum. Du weißt, ich bin schlafgewandelt, Junge, ich bin Treppenhaus wach geworden mit Bettdecke in der Hand. Und keiner zu Hause gewesen. Ich habe Glück gehabt, dass meine Oma noch damals im Haus mitgewohnt hat. Alter, habe ich dann bei ihr weitergepennt, weißt du? Ja. Oder mal auf dem Parkplatz wach geworden, der eine Straße weiter weg war. Im Schlaf reden finde ich auch gruselig, wenn du das mitbekommst. Wenn du auf einmal wach wirst, weil irgendeiner was sagt. Weißt du, wenn du mit Perle irgendwie im Bett bist und so zusammenpennst und die redet auf einmal im Schlaf. Ja, vor allen Dingen, wenn das Sachen sind, die gar keine Wörter sind. Ja, so. Dann wird die ganz, ganz anders. Alter, Junge, hau ab. So, ich bin auch raus jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie Tschubus. Gut. Soll ich heute schlafen, Alter? Ich schon sechs aufstehen. Schon mein Kuschelbär. Ich lache ab und zu im Schlaf. Hau ab, geh weg. Gehen Sie weg. Genauso wie mit dieser Geisterbeschwörung, was man immer gemacht hat, als man noch Dings war. Da hab ich nie mitgemacht, hau ab, verpiss dich. Auch nie. Meine Brüder so was gemacht, Laserschieben aber ich bin immer so, hau ab. Geh weg.
wenn es so eine andere Dimension gibt oder Ebene, wo verstorbene Menschen oder ihre Geister rumgehen, die sollen alle da bleiben. Die sollen da chillen, Bruder. Ich habe gerade mal Schlafwandler aufgenommen, bei YouTube eingegeben. Ich habe jetzt gerade so ein Bild gesehen. Jetzt bin ich heute Abend nicht mehr. Geh weg. Will ich alles. Mach mal Telefonkonferenz. Ich schwör bei Gott, lass machen. Ich will nicht alleine schlafen. Geh weg. Ich habe einmal, als ich ganz klein war, im Wohnzimmer geschlafen. Das war im Erdgeschoss. Aber ich glaube, das war Polizei, weil ich bin wach geworden mit einem Schrecken und habe Funk gehört. Also ich glaube, so Polizeifunk oder so war das. Ich glaube, da sind Cops bei mir vom Haus rumgelaufen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt als kleiner Junge, woher kam das? Und hatte voll Schiss. Kann ich dazukommen? Komm, wir gehen alle in ein Bett. Let's go. Ich habe mal geträumt, ich werde in ein ganz tiefes schwarzes Loch gezogen und mich am Rand festgekrallt. Bis vorbei war. Als ich wach wurde, tat mir die Arme weh und am nächsten Tag hatte ich Muskelkater. Ja, klar. Du machst das ja wahrscheinlich dann wirklich, ne? Also dich festkrallen und so. Ja, das ist Schlafparalyse, was du geschrieben hast, ja, genau. Dich nicht bewegen kannst. Pyjama-Party, let's go. Ahu. Ich meine, diese Schlafparalyse hast du als Jugendlicher relativ oft, weil dein Gehirn so viel verarbeitet. Also ich weiß, von 12 bis 16 oder so habe ich dort öfters mal gehabt. Schon mal davon geträumt zu sterben und kurz davor aufgewacht? Nee. Nur irgendwo runtergefallen und dann, als ich gefallen. Also man sagt was denn? Man sagt, wenn man im Schlaf träumt, dass man stirbt, dass man wirklich stirbt in den Traum, dann hast du irgendwas mit der Birne. Dass dann irgendwie sich einen weg haben sollst. Ist das ja auf Traumdeutung oder was? Nein, jetzt ehrlich, so sagt man. Deswegen. Ja, das ist auch, ich habe ganz oft schon geträumt, dass irgendwer oder ich selber einen Zahn verliere. Und dann guck ja, keine Ahnung warum. War nur TikTok, Bruder. War kein Zahn, war TikTok. Und dann geh mal im Internet und guck mal Traumdeutung. Alter. Ja, bedeutet dann, dass irgendeinem Familienmitglied oder dich selber nicht gut geht und, irgend so eine Kacke. Oder dass man sich irgendwas verbeißt oder so. Ach, hau ab. Alles Mögliche. So ein Schwachsinn. Vielleicht hat man einfach nur unterbewusst Angst davor, einen Zahn zu verlieren. Weil er das irgendwo gesehen hat, dass jemand einen Zahn verloren hat oder so. Oder weil er Angst hat, dass das nicht gut aussieht. Das ist keine Ahnung. Du träumst meistens Sachen aus dem Unterbewusstsein, ja. Ich bin mit Klinke ins Mischpult, ja. In den Mic-Eingang. In gewisser Weise macht dir ja alles Angst, was man selber nicht versteht, ne? Wie muss das denn für Leute sein, die irgendwo im Dschungel wohnen, die gar keine, weißt du, die nicht zu der Zivilisation da gehören? Ne? Ich weiß jetzt, ich kenne Aborigines. Doch, das sind auch so Stämme, die so. Ja, so Stämme, die überhaupt gar nichts mit dem Rest der Welt zu tun haben. Wie muss das denn für die sein, wenn die ein Flugzeug am Himmel sehen, Junge? War das nicht noch vor zwei... Die schießen doch da und auch mit dem Bogen da drauf und so. War nicht vor 2-3 Jahren irgendwie so ein bisschen nah auf dem Weg zu so einer Insel und wollte da irgendwie so ein Dorf bekehren, den sie halt sofort umgebracht hatten, wo dann ein Helikopter angeflogen kam und halt nach der Leiche gesucht hat und die mit Pfeil und Bogen beschossen worden sind? Mhm. Irgendwas war da doch. Ich finde Schlafen und Träumen generell sehr strange. Man ist quasi ausgeschaltet. Ja, du bist in so einem Standby-Modus, ne? Du musst halt ja auch irgendwie, was du alles an Input in deinem Schädel reinkriegst, musst du ja auch irgendwie verarbeiten können. Und das Gehirn sortiert ja alles. Ich denke mal, das wird über Träume auch geregelt. Dass in der Zeit einfach genau die Sachen, die du träumst, sortiert werden. In der letzten Zeit habe ich keine Ahnung von Träumen. Ich weiß das immer und ich träume jede Nacht. Vielleicht weißt nicht jeder, aber sehr, sehr oft. Aber du weißt davon, dass du jede Nacht träumst oder hört? Ja, ich weiß immer, was ich geträumt habe. Da habe ich Ewigkeit. Ich kann mich auch immer daran erinnern. Ist das alles strange? Ich glaube auch wirklich, dass wenn man stirbt oder der Tod ist so, als würdest du schlafen, ohne zu träumen. Weißt du, was ich meine? Du existierst einfach nicht mehr. Du bist einfach nicht mehr existent. Beastnake, dankeschön für den Host mit 314 Kürbis. Guten Abend. Aber hier geht auch nichts mehr. Ich gehe gleich in den Haierberuf. Aber trotzdem, hallo. Ab und zu kann ich mich an Bruchstücke erinnern.
Also so stelle ich mir das wirklich vor. Tot sein ist wie schlafen ohne Träumen. Weiß es nicht, ne? Ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich glaube schon, dass wenn du weißt oder dein Körper bzw. dein Gehirn sich darauf einstellt, okay, du stirbst gleich, ne? Ich meine, sterben müssen wir alle irgendwann. Ich glaube schon, dass dir nochmal die Gedanken und so durch den Kopf schießen, was alles passiert ist, so. Aber wenn das dann letztendlich so ist, bist du einfach weg. Hattest du schon mal ein Déjà-vu? Ich habe unheimlich viele Déjà-vus. Das hab ich auch oft. Das ist richtig komisch, Alter. Meistens denke ich in dem Moment dann, fuck, du, das ist schon mal passiert. Habe ich das vielleicht geträumt? Ist vielleicht was Schlechtes passiert so? So, dass ich irgendwie, weißt du, das Schicksal ändern kann. Aber bisher ist nie was passiert. Das Leben ist einfach Sims, ziemlich verpackt, aber cool. Ne, wir reden jetzt gerade darüber an die Leute, die gekommen sind, wegen, wir haben gerade Dings da gespielt, Phasmophobia oder wie das heißt. Und jetzt haben wir einfach so allgemein Themen. Wurde überfahren vom PKW und Zeit steht still, viele Filme laufen gleichzeitig ab, wie man sagt, vom inneren Auge. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so passiert. Andi, danke schön für den Wies am 7. Watt. Ich glaube, sowas liegt dann halt daran, dass das Gehirn versucht, dich irgendwie zu schützen, weißt du? Dass das irgendwelche Gedanken hervorruft. Ja, dass die irgendwelche Gedanken vorspielt, so damit du, ja. Das kann natürlich auch sein. Leute, nicht alleine schlafen, bitte. Was ist das, dein Hund? Man sagt doch, Tiere erkennen paranormale Aktivitäten. Ach, hau ab, Alter, hau ab. Wenn die scheiß Katzen, Alter, auf dem Bett sitzen und ganz halt in einer Ecke beide gucken. Und du guckst und so, siehst da eigentlich. Ja, aber wenn die das wirklich erkennen, dann beschützen die dich auch vor irgendwas, ne? Ah, die beschützen mich nicht, Digga, die beschützen mich nicht. Die zeigen doch auf den, da ist der Zwein. Hol den durch. Hunde sollen sie sehen können. Kann sein. Aber war auch schon, also ich habe das selbst bei Jazz schon mal erlebt, dass die einfach in der Küche stand und gebellt hat, so in der Ecke rein abends. Ja, ja, das ist bei ihm auch schon passiert. Aber wenn jetzt so, boah, ich weiß nicht. Überleg mal, wie viele Menschen schon gestorben sind, ne, und auf schlimme Art und Weise und überall in Kriege, alles so. Es müssten so viele Geister und Seelen rumschwirren, die dich ärgern und den ganzen Tag abfacken, weil die das vielleicht lustig finden. Vielleicht muss man seinen Kopf erst darauf einstellen, dass du sowas überhaupt zulässt, damit du das sehen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Wie so eine Option so. Geister sehen, Haken rein. Dass du dich mental darauf eingestellt hast und so. Ich glaube aber, wenn du dann so mental darauf eingestellt bist, suchst du unterbewusst nach irgendwelchen Anzeichen dafür. Das ist doch immer so, das ist genau wie bei Fehlersuche. Ja. Deine Freundin sagt auf oder deine Frau sagt auf einmal was, was nicht so in den Rahmen passt, ne? In den Raster fällt. Und schon denkst du so, okay, die benimmt sich komisch. Und willst du, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann achtest du richtig krass da drauf, bis die einen Fehler macht, bis du sagen kannst, ha, du hast irgendwas gemacht. Ist doch komplett normal. So ist das auch da. Du bist in einem dunklen Raum, kannst nichts sehen und bildest dir Sachen ein. Und weil du nichts sehen kannst, willst du unbedingt, dass diese Sachen erscheinen. Ich meine, warum gibt es denn psychedelische Drogen und sowas, weißt du? Womit du dann auch wirklich Halluzinationen bekommst. Dass du die Sachen wirklich siehst. Hast du mal richtigen Schlafmangel gehabt, Alter? Hat es gehabt, Junge? So 2 Tage knapp wach gewesen, Alter, Junge, da spielt ja der Gehirn, Alter, Streiche, da glaubst du nicht, ne? Es gibt viele Leute, die sagen, sie haben Geister gesehen. Ja, kann doch sein. Ich sag ja, ne, es gibt auch Halluzinationen, dass du. Ich hatte mal eine Freundin ganz, ganz früher. Nicht so eine Freundin, sondern eine Kollegin so. Ich weiß gar nicht mehr, was die genommen hat. Die war auch in Behandlung danach und so. Die hat irgendwelche Drogen genommen. Und die hat mir damals erzählt, das weiß ich bis heute noch, dass die das genommen hat, weil die feiern gehen wollte, aber ihr ging es nicht so gut. Und die hat auf ihre Hände geguckt und hat gesehen, wie Maden aus ihren Händen gekommen sind. Das hat die wirklich gesehen. Wenn unser Gehirn doch schon dazu in der Lage ist, ne, mit irgendwelchen Stoffen, die du dem Körper zufügst, sowas zu sehen, als wäre das die Realität, Alter, dann gibt es doch bestimmt Menschen, die das einfach so können. Ja, Horror. Was hört den Fernseher an? Ich lass den Fernseher an, Junge. Ich geh jetzt pennen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Aber ich mache irgendwie Zeichentrick oder so an. Danke, jetzt neues aus Entenhausen. Ich schau mir gleich einen Horrorfilm rein, Junge. Oh nee, Alter.
Schön N24 Doku laufen lassen. Ist in Duisburg-Hochfeld schon wieder was los? Da wurde ein Mädchen gefunden, tot. In seiner Bauruine. Wahrscheinlich, weiß man nicht offiziell, aber nur, dass ein Freund gestern, von ihr wurde verhaftet. Ich weiß nur, dass gestern in der Mühl eine Apotheke mit einer Waffe überfallen worden ist. Ja, habe ich in Köln auch schon gesehen. Aber der Typ ist mit seinem Privatauto abgehauen, der Idiot. Mit seinem Kennzeichen. Ja, typisch Duisburg wieder. Den haben die Bullen direkt in der Wohnung aufgegriffen. Das war einer von den ganzen üblen Typen. Hoffentlich erscheint auf dem Fernseher kein Ring. Chat, ich schicke euch jetzt schlafen, okay? Wir sehen uns morgen. Kussi, gute Nacht. Gute Nächte. Schlaft alle gut. Und wer Angst hat und nicht schlafen kann, der soll im Discord reinchatten. Ich gucke ab und zu mal da rein und gucke, wer alles Angst vor euch hat. Ich hoffe, hat Spaß gemacht, Mann. Vielen lieben Dank für den ganzen Support und so. Ihr wisst ja, ne, großes Herz. Kuss auf die Kniekehle und so. Bis später. Tschüss. Gute Nacht.